Wir haben uns unterhalten über das Thema Elektrosmog, Handy, WLAN und, und, und solche Belastungen. Mhm. Jetzt ist ja heute ehrlicherweise eine Welt, in der wir sagen, wir verzichten auf das Handy, schwer denkbar. Also man erwartet ja. mobil zu sein, man erwartet... Äh, auch rund um die Uhr quasi äh, erreichbar zu sein. Äh, sehr viele Dinge müssen einfach über das Handy oder über ein schnurloses Telefon oder WLAN. Du hast es in jedem Hotel, du kannst ja nirgendwo mehr absteigen ja. äh, und, und ähm, einchecken, ohne dass du mit WLAN zu tun hast, äh, auch wenn du jetzt McDonalds meidest. Aber es gibt etwas, was dieses äh, Thema ja. löst. Und wie wird mhm. das gelöst? Also, ich möchte Folgendes sagen: Wir, wir sind in der. Ähm, günstigen Lage, dass ähm, wir einige Messsysteme haben, ähm, mit denen wir auch ähm, Firmen, die, die doch die, schon des Öfteren äh, zu mhm. uns kommen, ähm, indem wir einfach eine Produktuntersuchung machen. Das ja, heißt, genau, wir können zeigen, genau. vorher, nachher, und wie reagiert der Mensch. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht nur, was messe ich jetzt physikalisch im Umfeld, sondern hat er jetzt äh, biopathologische Veränderungen, dadurch ist er jetzt besser oder was passierte, der mehr radikale vorher oder, oder nachher, beziehungsweise mehr äh, Krankheitszeichen vorher oder nachher, was verändert sich. Ja? So, und wir haben einige Dinge untersucht. Ähm, ganz interessant sind zum Beispiel äh, solche... Handykabel kann man sagen, mhm. die im Prinzip einen Luftraum hier, eine Luftschleuse könnte man sagen, hier eingebaut haben. Und ähm, man nimmt diese, also das Kabel hier so in die Ohren, das in das Handy hinein. So und das heißt, wir haben im Prinzip die erstens mal die magnetische äh, Feldstärke äh, runtergefahren, die läuft hier gar nicht durch, haben aber trotzdem ein optimales Sprachverhalten. Ne? Das heißt, das Ganze wird in Luftschwingungen eigentlich äh, umgewandelt. Und ähm, die hochfrequente Strahlung ist im Prinzip auch runtergefahren. Das heißt, es kommt also nicht mehr wie bei den üblichen Kabeln im die Ohr an. an ja. Ja? Und damit im Gehirn. Und nicht mehr im sondern Gehirn. Sondern durch, den, durch ja. diesen... Durch diese, diesen Schlussschlauch, diese Richtig? Schlussschleuse ja. äh, sind die Dinge außen vor. Und Ganz das genau. ist etwas, das, das kannst du messen, also das kann man. Ja, ja, wir ne? können ja. das messen. Also ja. Wir können auch EEGs machen, wir können ja. auch, auch was mit okay. der Studie ziehen, okay. alles Mögliche. Ja. Es gibt noch eine andere interessante Geschichte und zwar, ähm, das hatte, Professor Hecht hatte ja für die Deutsche Telekom und verschiedene andere äh, jahrelang Untersuchungen gemacht. Ja. Er ist einer der größten. Neurowissenschaftler und ähm, Neurophysiologen, ist mittlerweile 92. Ähm, so, und ähm, nach, glaube ich, sechs Jahren der Untersuchung, indem er also die Deutschen mit den russischen und amerikanischen Grenzwerten und deren Folgen dieser ganzen Bestrahlung schon in den 90er, teilweise in den 80er Jahren, gemessen hatte, auch Anfang 2000 und so weiter, hat man diese Untersuchungsreihen, man kann sich vorstellen, warum, sofort abgebrochen. Man hm. ja, hat ihn dann verdammt und er hätte dann verkehrt gemessen und was weiß ich. Nur alle Ergebnisse haben andere dann in einem Vielfachen ja, der negativen Effizienz nochmal nachweisen können. Ja, ja. Ja. So, und ähm, es ist... War so, natürlich dass diese, dann der Telekom der falsche Auftraggeber. Ja, ja. ja, ja also, und, und die Bundesregierung. Und ja, klar. Gleich ja, ja. doppelt falsch. Gleich doppelt, ja. <laughs> so, und man konnte wirklich zeigen, dass die Leute das zwei, drei Jahre durchaus tolerieren können. spreche jetzt von der nicht Kinder. Ja? Und dann im Prinzip eine regelrechte Strahlenkrankheit entwickeln. Ja. Ja? Das heißt also, die haben jetzt massenhaft Allergien, das ist ganz typisch, das habe ich eben noch vergessen äh, zu erwähnen. Ja? Also dass innerhalb eines halben Jahres, ich musste nur oft genug telefonieren, allergische Reaktionen massiv hochlaufen, weil es zur Fehlschaltung der Immunzellen vom Gehirn aus des ganzen äh, Körpers zum Beispiel kommt. Ja? Die werden lärmempfindlich. Ähm, die entwickeln Hautallergien, die entwickeln Eczeme, also die unglaublichsten äh, Dinge eigentlich. Ich möchte damit nur sagen, ähm, erstens mal hängt es von der Intensität der Strahlung natürlich ab, aber viel schlimmer ist auch die Dauerhaftigkeit. Wie lange ja. bin ich in diesem ja. Feld drin? Das heißt, man sollte Möglichkeiten schaffen, zumindest mal nachts Strom oder ähm, WLAN oder ähnliches abschalten zu können. Ja, ja. Auch wenn das äh, unbequem ist, weil das einfach die, die Phase der Erholung ist. In der Phase baue ich Melatonin, um mein Immunsystem hochzufahren, die Taktungen im Körper wieder hochzukriegen. Ich baue einfach den Strom in den Mitochondrien wieder auf und so weiter. Ja? und kommen eigentlich gar nicht mehr zur Erholung. Das heißt, also Burnout ist ein Thema, das natürlich auch damit zusammenhängt. Aber die Reaktion des Menschen ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben wirklich Bauern, die vertragen eine ganze Menge und andere haben im Prinzip gleich eine Strahlenerkrankung. So, und es gibt einen tollen Physiker und Ingenieur, das ist der Herr Turner, ja, der äh, vorher in staatlichen Programmen auch ähm, andere Sachen getan hat. Mhm, ja. Und dann diese Informationen, die er vorher in negativer Form auf Menschen geschickt hat, jetzt in positiver Form äh, ab seinem 50. Lebensjahr, mittlerweile ist er, glaube ich, fast 80, ähm, umgewandelt hat. Sehr, sehr erfolgreich. Ja. So, und es ist, ähm, der hat, glaube ich, über 150 Patente und er hat zum Beispiel. Ähm, Gemessen, nicht nur er, auch andere, dass ähm, diese ganzen ionisierenden oder nicht ionisierenden Strahlen, dass das letztendlich feinstoffliche Wellen sind, man könnte sagen, Tesla-Wellen. Ja? So, das heißt, sie lassen sich in keinem Fall durch einen faradäischen Käfig wie Flugzeug, ECL oder sonst ja. irgendwas ähm, abschirmen. Klar, dort sind sie noch vermehrt. Na, wir haben also in ICEs ist gemessen worden, haben wir in den äh, Abteilungen, in denen mit Handy telefoniert wird, fast die 20-fache Belastung wie, wie ohne ICE. Ja, also, also durch diesen fahrradischen Raum, leider gilt das Gleiche auch nicht ganz so stark, aber doch enorm stark schon für Autos, vor allem die modernen Autos, die natürlich viel Elektrosmoke haben. Ja, ja. Ja. Ähm, so, und äh, der Trick ist einfach, es gibt ja geschlossene und offene Schwingkreise. Ja, also wenn wir jetzt nur die Materie betrachten und äh, dann haben wir geschlossene Schwingkreise wie im normalen Strom, die wir auch in der Steckdose haben. Und es gibt aber auch offene Schwingkreise, ja, die also an diese 96% anderes Feld äh, angedockt sind. Zum Beispiel diese Antenne. Ja, hier sehen Sie die, ja. Ja, die Spulen, mal. die äh, hier außenrum äh, gewickelt sind. Ja. So, und dieser Mechanismus reicht eigentlich schon aus. Diese ganzen pathologischen Strahlungen, die wir äh, in, zum Beispiel in diesem Haus hier haben, um die komplett zu verändern. Ja? Das heißt nicht, dass ich jetzt Handystrahlung oder, oder Ähnliches abfange, aber ich bringe den Körper in einen Schutzmechanismus hinein. Na, das heißt, er, er reagiert nicht mehr so pathologisch. Warum ist es bei, diesem, äh, bei dieser Antenne wichtig, ja. dass ich sie im wahrsten Sinne des Wortes äh, Norde. einnorde? Ja, ja, also das hat mit den Magnetfeldern der okay. Erde einfach zu tun. Ja. Das muss angepasst werden. Ja, also ich bin jetzt kein Physiker, aber das ist das, was mir äh, Toner erzählt hat. Ja. Wir müssen also, da gibt es hier Doch. einen... Mechanismus hier unten drunter ja. und der muss genau, glaube ich, in dem Fall Norden jetzt Richtung Norden gestellt sein. werden. Ja. Ja. Dass das Ganze wirkt, das war ganz kurios, haben wir hier auch bei Mitarbeitern gemerkt, die am Anfang ähm, plötzlich aus dem ganzen Elektrosmog, an dem wir ja auch adaptiert sind und gewöhnt sind, das ja. ist ja nicht ohne, fast umgefallen sind, also fast Kreisel auf Zusammenbrüche hatten und wussten gar nicht, wo das herkommt. Also bis das der plötzlich abgeschirmt war. Ja ja, 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 nachdem das plötzlich abgeschirmt ja. war. Ne? Ja. Das heißt, so eine Antenne können Sie aufs Dach legen, das wirkt dann ungefähr 340 Meter, also nach unten. Ja. Es gibt noch andere kleine Teile, die unglaubliche Furore gemacht haben bei Fernfahren, bei österreichischen Fernfahrern. Ich glaube, ich habe das irgendwo hier gesehen. Ja, ja. Das ist zum Beispiel äh, ist das auch eine Entwicklung von Willa. Auch von Turner, ja, 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 das ja, ja. ist der, der auch ein offener Schwingkreis, ja. Ja, den sie in die Hosentasche hineinbringen können. Das Ganze hat so eine Furore gemacht, dass die China Air das komplett äh, für ihre ganzen Kunden kaufen wollte und für das äh, Flugpersonal. Nur er konnte das jetzt nicht finanziell stemmen, weil äh, wegen äh, Versicherungen oder die Fernfahrer in Österreich sind fast alle versorgt. Das hat wie eine Laufwelle, ging das also immer weiter, ja. dieses Ding in die Hosentasche zu machen, damit der Elektrosmog in der Kabine abnimmt. Die leben ja da drin. Ja, ja vor allem bei den, den Stunden, die, die die am Steuer ja. zu bringen. Und dann ist es ja gleichzeitig ja. auch mal Schlafplatz. Ja. Also, genau, und ja. das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einen gewissen Schutz im Auto zu haben. Denn wer, man kommt ja nie zum Telefonieren, also macht man es mit dem Autotelefon ne? ja. <laughs> beim Fahren. Also um zumindest äh, diese pathologischen Wellen zu reduzieren. Ja von ihm stammt, dann können wir das abschließen, ja. ein, ein weiteres ja. Produkt, bei dem wir dann noch den Übergang in ja. ein total spannendes ja. anderes ja. Thema, nämlich Infrarot, bekommen. Was ist das Besondere an diesem Decoder? Ja, dieser ähm, Decoder oder dieser Disconda? Äh, ja, kein Problem. Ja. Ähm, wir müssen uns vorstellen, dass Krankheiten ja im Wesentlichen aus dem Grunde entstehen, weil wir ganz allgemein gesprochen pathologische Informationen in unser System hineinbekommen. Ja? Und ähm, die Informationen gehen vor allem, wenn ich hier ein Atom habe, das ist das alte Atom, mit in die Elektronen hinein. Und diese Elektronen enthalten Photonen. So, und in diesen Photonen haben wir dann auch sogenannte Quanten drin. Da gibt es also Plus- und Minusgeladene. Ne? Die, die Minusgeladen machen uns gesund und die Plusgeladen machen uns krank. Ne? Die Plusgeladen kommen im Kosmos etwa zu ein Drittel vor, die anderen etwa zu zwei Drittel. Trotzdem schaffen wir es mit unserer Psyche, uns immer wieder die Plusgeladenen Krankmachenden in unseren Körper hineinzubringen. Sonst wären wir nämlich wahrscheinlich unsterblich. So, und ähm, das Problem ist, dass diese Elektronen, alle 10 hoch minus 27 Sekunden eine Pulsation haben. Das heißt, alle Photonen mit Informationen, die hier drin sind, werden wie eine Langspielplatte alle 10 hoch minus 27 Sekunden durchgewühlt. Und das nehmen wir alles auf. Ja? Ob das jetzt in dem Fall jetzt traumatische Dinge sind, die wir als, als Kind oder als Erwachsener erlebt haben, oder Peinlichkeiten oder, oder sonst irgendwas, oder ob das jetzt andere Dinge sind, die hier aufgeladen werden, von denen wir eben schon gesprochen haben. Man kann das jedenfalls reduzieren ja, und umstellen. Die Psychotherapie, behaupte ich jetzt mal als selber Psychiater und Psychotherapeut, der sehr wohl diese freudischen Ausbildungen machen musste in der tiefen psychologischen Ausbildung. Die, bei der ich aber nie Erfolge gesehen habe. Die habe ich erstmal bei Hypnose und anderen Therapien gesehen. Das Problem bei diesen Therapien ist, dass sie einen bestimmten Teil, vielleicht 4-5% dessen, was ihnen gerade innerlich ist, dass man das eben hochholen kann. So, und die Bearbeitung erfordert in der Regel immer in Anführungszeichen drehen. Ne? Das heißt also, es kommen alte äh, Dinge wieder hoch und, und es ist immer ein Kraftverlust, das heißt eine neue, eine Retraumatisierung. Ja? Also die Traumata, wie Freud das möchte, ja. anzusprechen, ja. hochzuholen, äh, aus deiner Sicht kontraproduktiv ja. für den Gesamtorganismus. Äh, so heißt das, dass sich die Traumata quasi zukleistern soll oder wie gehe ich mit denen um? Es ist so, ähm, wenn wir. Hier so, ein, so eine Pyramide haben und wir haben hier, hier oben den kleinen Teil der, der uns bewussten Traumata, die wir über das Bewusstsein lösen können mit Therapeuten. Ja? Und selbst dieses Lösen erfordert oftmals nochmal einen Energieuntergang, weil die Retraumatisierung ja. kommt. Dann haben wir eine Masse von unterbewussten Traumata, die wir überhaupt nicht einordnen können, die uns überhaupt nicht bewusst sind, vor allem in den ersten Kinderjahren. Ja? Das sind so die Prägenden. Und, ähm, und jetzt gibt es wirklich Möglichkeiten, die nee, der Herr Turner hat geschafft hat, da muss man also Hut ab, muss man sagen, wir genau diese alten Traumata, an die wir sonst normalerweise nie kämen und die immer Gewebsprozesse machen, die immer Versäuerungen machen, die immer auf Dauer Krankheiten machen, die immer Tumore machen. Es gibt eine Statistik, dass 87 Prozent der Tumore eine psychosomatische Natur sind. Jetzt kommen ja noch diese anderen Belastungen dazu. Ja, ja. Ja? So, und, äh, das, äh, und zwar geht das folgendermaßen, man nimmt im Prinzip ein, ein, ein Bild auf, ja? Und in dem Bild haben wir ja im Prinzip Quanten, Photonen, in jedem Bild, sonst würde das ja gar nicht sehen. Ja? So, und dann kann eine Software, die er entwickelt hat, kann im Prinzip innerhalb von Sekunden diese Quanten auszählen, in verschiedene Kategorien unterteilen. Ja? Und äh, kann uns zielgenau sagen, wo unser Problem eigentlich liegt. Das ist das eine. Das ist diagnostisch hochspannend. Mhm, ja. mhm. Das zweite ist aber auch, dass wir die Negativinformationen, die wir immer im Körper gespeichert hatten, 108-fach positiv überschreiben können. Ja. Die Frage ist: Wie kriege ich denn diese Umwandlung unseres Krankheitsprogrammes? Wie bekomme ich die denn in das Unterbewusste hinein? Und da hat man sich dann einiges einfallen lassen, weil mit der Psychotherapie funktioniert es nicht. Und Und das mit kriegen den ja, ja. Funktioniert auch nicht. Funktioniert jetzt auch nicht. Auch nicht. Ja. ja. Also man hat ja viele Untersuchungen gemacht. Da ging es ja um den freien Willen in, in verschiedensten Universitäten und ähm wollte dann wissen, wenn ein Befehl von außen kommt, auf eine Taste zu drücken, wer reagiert zuerst. Oder wenn ein Kind über die Straße läuft, wer reagiert zuerst, bevor ich zum Bremsen komme. Ja? So, und hat dann gesehen, dass zum Beispiel das Bauchgehirn, wir haben 300 Quadratmeter Darm mit 10 hoch 15 Immunzellen. Ja? Also die größte Menge an Immun-, aber auch Nervenzellen im System, fast mehr als im Gehirn. Ja? Dass das Bauchhirn bis zu 1,2 Sekunden vor dem Reiz reagiert, bevor das Gehirn überhaupt reagiert. Ja? Aber das Gehirn ist dann noch mal langsamer. Ja. Dann, dann ja. kommt also als nächstes das, das Rückenmark, ja. Ja, ungefähr 800 Millisekunden, also 0,8 Sekunden bis, bis etwa eine Sekunde. Ja, das heißt, wir bremsen eigentlich aus dem Rückenmark heraus. Ja, wir müssen ja den, den Reiz auch über, über Nerven geben. Wenn das Kind über die Straße rennt, dann kommt mit etwa 0,4 Sekunden äh, das Herz nach. Auch dort haben wir 30.000 Neurone. Ja? Genau. Und die Emotionen. So, und dann erst, erst kommt das, das Gehirn. Das ja. heißt, also wenn wir warten würden, wir bremsen erst, wenn das Gehirn sagt, bremst mal, wäre das Kind schon überfahren. Ja? ja. So, und das hat er sich zunutze gemacht. Das heißt, die Verschaltung ist also so, dass äh, etwa 90 Prozent der, der, der Impulse äh, werden. Normalerweise vom Bauch zum Gehirn gesendet und nur 10 Prozent umgekehrt. Ja? so das kann ich natürlich hier nutzen. Das heißt, er hat also einen Mechanismus, also Skalarwellen eingebaut. Das läuft also über diese Töpfe hier und hier sind Infrarotwellen, auf die ich nachher mit dem anderen System ja, noch zu schon sprechen mögliche, um komme. Zu sprechen, ja? ja. So und der Trick ist, dass Skalarwellen sind ja longitudinalwellen, keine Widerstromtransversalwellen, die hoch und runter und nach der Seite gehen. Ja? so und da kann man auch den Schall nehmen. Das heißt, er leitet im Prinzip diese neuen Informationen, wenn man das Ganze 21 Tage am Bauch trägt, über die Haut, ja, das geht dann hier über die Haut praktisch in das Innenohr, die Hörbahnen sind doppelt geschaltet, ja, also die sind sehr sehr zuverlässig und laufen über den Temporallappen, hier nennt man das, ja, im Prinzip zum emotionalen System. Also wunderbar. Ja, uns schön vorbei am Bewusstsein, dass man also eher hier also, das heißt, äh, dieses, ja. dieser Diskonder wird <laughs> nie auf der Stirn oder am Kopf getragen, sondern immer am Richtig, Bauch. Richtig, ganz ja, genau. Ja, ja. Ja. Äh, es gibt auch noch eine Ferntherapie, die jetzt äh, gerade in der Entwicklung ist. Die haben wir auch gemessen mit Blut vorher, nachher. Das ist also unglaublich, was auch mit Krankheitskranken und Ähnlichem passiert. Also wirklich mit Untersuchungen in, in einem physiologischen Institut der Uni Graz, das ist, ist faszinierend. Ja. Du hast jetzt äh, schon angetippt das Thema infrarot äh, im Zusammenhang auch mit einer ähm, weiteren Lösung, die hier auf dem Tisch liegt, ähm, Was ist das Besondere an dem Thema Infrarotwellen ja. äh, für unseren Organismus? Also es gibt ähm, wir haben ja den, den sichtbaren Bereich, äh, der es ist ja ich muss mal so. Also, wir haben hier verschiedene Bereiche, Wellenbereiche im, im, im Grunde genommen. Und wir haben einen kleinen Teil des sichtbaren Bereiches, der liegt ungefähr zwischen 350 und 800 Nanometer. Und wir haben links und rechts natürlich auch Bereiche dazwischen, ne, die uns durchaus lenken. Und ein Bereich ist der Infrarotwellenbereich. So, und Infrarotwellen sind dringend notwendig zur Steuerung der DNA. Zum Beispiel die DNA brauchen einen Bereich etwa zwischen 900 und 960 Nanometer, sonst kann die überhaupt nicht äh, reproduziert werden. Ja? Und ähm, das stärkste System, das auf Infrarotwellen reagiert, ist die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse enthält Magnetkristalle, die praktisch in so einer Liquorflüssigkeit schwimmen ja? und funkt die ganze Zeit Photonen. Ja? So, das kann sie aber nur machen, wenn sie eine Verbindung zum Infrarotfeld hat, das von oben kommt. So, dieses Infrarotfeld schälen wir uns natürlich gerade mit diesem ganzen Elektrosmuck und, und natürlich auch mit psychischem Stress, der äh, einen, für einen Cortisolwall sorgt, der äh, dann um die Zirbeldrüse herumgeht oder wenn wir im ICE sitzen oder im Flugzeug oder im U-Boot oder sonst irgendwo, also im Fahrradäschen Käfig, haben wir keine ausreichende Möglichkeit, auf die Infrarotfelder zuzugreifen. Ja? So, und jetzt hat man herausgefunden, also, das ist im Wesentlichen eine japanisch-russische Geschichte, die auch in der NASA, aber nachher auch in der russischen Raumfahrt und in der Radiologie, in der Onkologie und in der Demenzforschung gemacht wurde, dass wenn ich bestimmte Materialien nehme, dass ich dann diese Infrarotfelder sozusagen anzapfen kann. Also damit in Resonanz gehen. Der Körper nimmt die mhm. dann auch entsprechend auf. Ne? Das sind also äh, zum Beispiel dieser Kappe, sind Turmalinkristalle, dort ist Germanium eingebaut, Silikate, ganz extrem wichtig. Bei Silizium weiß man das auch. Ja? So, und das heißt, wenn man diese Kappe dann. Ähm, an hat verbindet sich unser System im Prinzip mit diesem Infrarotfeld. Ja? Das heißt, wir laden eigentlich unsere Batterien auf. Das äußert sich also so, dass erst die Zirbeldrüse aktiviert wird und dann aber auch alle möglichen Gehirnhormone. Wir haben also gesehen, dass das Dopamin hochgefahren wird. Das, das ist extrem wichtig für die Konzentration des Gedächtnisses zum Beispiel. Ist auch Noradrenalin. Wir haben verrückterweise parallel gesehen bei Bluthochdruckpatienten, dass die in einer halben Stunde den Blutdruck normalisiert hatten, obwohl die 20-30 Jahre Bluthochdruckmittel genommen hatten. Hat das ganze in der, in der Demenzforschung ähm, entwickelt. Bei, es gibt ja verschiedene Demenstufen, also leichte, mittelgradige, schwere und so weiter. Das wird in einem, in einem Score im Prinzip dargestellt, mhm, der mhm. bis 30 geht. Ein mental Status nennt man denen. So, und sogar Patienten mit 15, die also schon teilweise Weglauftendenzen hatten, sind mit der Kappe wieder genesen. Also, ganz also genau. auch Rückwärtsentwicklung. rückwärts entwickelt. Ja, rückwärts, ja. 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 Also mit einer verbesserten Konzentration, Gedächtnis. Dann darf man eins nicht vergessen: ich habe das vorhin mal kurz erwähnt. Wir bilden ja pro Sekunde etwa 7 Millionen Zellen neu, 7 Millionen müssen abgebaut werden. So, Und es geschieht durch bis zu 30.000 Enzyme. Ja, und diese Enzyme müssen ja getaktet werden. Sonst bauen wir ja die neuen Häuser auf alte wieder drauf und mhm. haben wir Entzündungen mhm. und ähnliches. Typischer Fall ist Parkinson und Alzheimer. Das heißt, wir kriegen den Schrott nicht mehr abtransportiert. Also man vermutet, dass die Entgiftung, das Abtransportieren dieser alten Materialien, das ist ein wesentlicher Teil auch dieser Kappe ist. Da hat man das Ganze in der Schlaganfallforschung äh, entwickelt, beziehungsweise auch gesehen, was da passiert. Und es gibt noch einen Wunderstoff, ähm, den äh, Hecht ähm, als Neuropeptid, als wichtigstes Neuropeptid der Welt, kann man sagen. Äh, erstmal darstellen konnte in einer, glaube ich, 15-jährigen Forschungsreise, sollte damals auch einen Nobelpreis kriegen dafür, das ist Glycin. Glycin ist die einfachste aller Aminosäuren, die alle anderen Aminosäuren, also für Hirnfunktion, für alles Mögliche wieder aufbauen kann. So, und die beiden zusammen schaffen selbst nach einem Jahr noch einen Rückgang der Symptome von Schlaganfall von nach einem Jahr von 67 Prozent, akut natürlich viel stärker. Also, das denke ich, kann sich sehen lassen. Ja, ne? ja. Und viele, viele andere Dinge der Entgiftung auch noch in der Leber oder, oder sonst wo. Ja? Und wir vermuten auch, dass wir die pathologischen Effekte, aber das muss noch genau untersucht werden, ähm, der Handystrahlung und so weiter auch damit äh, abfangen können. Wenn du mit solchen Produkten in Berührung kommst, dann ja. ist eine der zentralen äh, Funktionen und Aufgaben, äh, diese Dinge messtechnisch zu genau. analysieren. Also, so das ist eigentlich ist. so, dass. Das Entscheidende, ja. dass all das, was hier liegt, einem äh, Verfahren unterzogen wurde, äh, dass dann nicht irgendjemand, wie jetzt hier äh, Wilhelm Turner, äh, mit, mit Ideen, Überlegungen und Versprechungen ankam, sondern dass das hinterlegt ist mit ganz konkreten Messungen, die wir uns dann auch im Detail nochmal ansehen. Äh, und äh, Messungen an individuellen Patienten, also auch du hast vorhin darauf hingewiesen, dass es wichtig ist zu... Sich darüber im Klaren zu sein, dass Menschen unterschiedlich sind und auch unterschiedlich ja. reagieren, dass aber ähm, all die Dinge ähm, nachweisbar funktionieren. Genau. Das ist Unreproduzierbar. Und reproduzierbar, genau. Ja. Das ist, das ist also, ja. Und damit liegst du natürlich mit deiner Arbeit äh, und dem äh, Überprüfen und Messen äh, so auch ganz vorn an der wissenschaftlichen Front. Äh, also nicht die Dinge, die seit 60 Jahren geglaubt und wiederholt werden. Äh, wie gesagt, ich bin, ich bin mittlerweile so weit, dass ich gar nichts mehr glaube. Wir messen ja. einfach. Ja. ja und, und, und dann sehen wir ja, ob das, was die Firmen uns hier angeschöpft haben, wirklich was gebracht hat oder nicht. Ja. Ja. Und das, was ich jetzt hier erwähnt habe, das sind natürlich schon sehr interessante Dinge. Ja. Ja. Weil wir haben das auch messtechnisch zeigen können. Messtechnisch zeigen heißt, dass die Dinge, die jetzt hier angesprochen werden, auch wirklich messtechnisch funktionieren und damit... In einer ganz anderen Art und Weise medizinische und gesundheitliche Probleme wieder in die Verbesserung, Optimierung Nein. oder Geheilung gebracht genau, werden können, genau. als dass die Schulmedizin. Richtig, richtig. Ich meine, wir haben hier. Ähm Viele internationale Patienten, und das war vorher so, die natürlich dann in, ihren, in ihre ursprüngliche Tretmühle zurückkommen und dann irgendwann wieder krank werden. Und das hat uns dann doch dazu bewogen, wir müssen irgendwas tun, was die Leute auch tun können, wenn sie nicht mehr hier in Behandlung sind. Also, wenn die hier schon ja, ja. reguliert waren, dass sie auch in dieser Regulation einigermaßen bleiben können. Und dazu gehört natürlich, dass sie in irgendeiner Form den, den Umweltdreck äh, natürlich verändern. Ja? Es gibt noch ein paar andere interessante Entwicklungen, zum Beispiel was im Time Waver zum Beispiel gemacht wurde, das ist ja also auch ein radionisches oder Skalarwellengerät, im Grunde genommen, dass wir die regelrecht Firmen reinigen können oder deren Umfeld. Umfeld ja? Ja. Also es gibt noch andere Systeme hier, die das auch können, die über das weiße Rauschen die, 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 die Felder im Prinzip abgreifen können. Das ist jetzt hinlänglich belegt, auch durch amerikanische Untersuchungen. und ähm, das heißt, man muss sich einfach Gedanken machen, wie kann ich den Leuten helfen, wenn sie hier diesen Schritt hier hinein nicht mehr gehen. Ja? Und wie kann die Nachhaltigkeit dann zu Hause auch Ganz genau. sichergestellt werden. Ja. Wir kommen nachher noch, weil das so äh, als abschließende Überlegung, äh, so: wie sieht das Gesamtsystem eigentlich aus, auch zu, dem, zu dem Thema ja. äh, kommen wir noch, weil das dann schon auch spannend ist und nochmal unterstreicht, warum es so wichtig ist, dass ich, äh, wenn ich hier war, mit mhm. Dingen... Zudem nach Hause gehe, ob das Nahrungsergänzungsmittel oder bestimmte Produkte sind, die eben die Nachhaltigkeit sicherstellen. Genau. Ähm, wenn jetzt, das ist auch so ein Beispiel, ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben, äh, als du da mit an sich in Berührung kamst, äh, dir so ein Quantenstein ja. zur Verfügung gestellt wird. Äh, ich weiß noch, wie du gesagt hast, keine Ahnung, ob der was taugt oder nicht. Äh, ich probiere es, wir messen es, wir, wir checken das. Wie war das, als du mit diesem Quantenstein in Berührung ja, also gekommen bist? Ja, also, ein Freund von mir sagte: Es gibt hier einen Verrückten, der äh, baut hier irgendwelche äh, Steine, die, die, die legt er äh, drei Monate ins Wasser und heilt damit Krebs. Ja? Und ich habe ja öfter mit den Anführungszeichen Spinnern zu tun ja. und leider Gottes müssen wir dann zum größten Teil ja doch nachweisen, dass ja da nichts dahinter ist. Aber hier war es wirklich anders. Ja? Also dieser Mensch hatte sich auch eines, äh, eines Wasseringenieurs äh, bedient. Ich wusste gar nicht, dass es so, so einen Beruf überhaupt gibt, ja? ähm, der die Strömungsgeschwindigkeit, diese laminaren Strömungen alles Mögliche berechnet, die Schauberger Wirbel einberechnet ja, und ja. so weiter und ihm das wirklich auf den Punkt gebracht. Ich habe mir das auch angeschaut, weil es mich einfach interessierte, wie kann man denn mit einem Stein Krebs heilen? Ja, also ein Holzstein und es ist also so, dass dieser Stein auch wirklich in einem Fraunhofer Institut von den Materialien her bestückt wird. Das heißt also ganz muss, das heißt die Materialien müssen ganz eng gepresst sein. Wir brauchen mit hohem, äh, Druck. Mit hohem Druck um die Transformation nennt man das. Wir haben das auch im Körper. Wir bauen zum Beispiel Calcium immer aus Silizium. Magnesium und Kalium auf. Wir können Kalzium von Ausgaben gar nicht richtig verwerten. So, und diese Transmutationen nennt man das, die gibt es auch in anderen Bereichen. Ja? Eine der größten Transmutatoren ist äh, neben Silizium äh, Kohlenstoff. Das heißt, wir brauchen eine sehr hohe Kohlenstoffdichte ja, und können dann offenbar auch andere Materialien beeinflussen oder, oder herstellen. Ja? So, und dieser Stein wird dann äh, entsprechend gepresst. Klar wird er auch mit Symbolen versehen, nicht nur, dass er sondern die haben auch wirklich eine Bedeutung. Mhm, ja? Und der Langlebigkeit im Wesentlichen sind das ägyptische Symbole. Ja, äh, ja das kann man ja dann zeigen. Ja. Und. Ähm und wird dann sozusagen in ein laminares Wasserbett hineingelegt über teilweise sieben Monate. Wird also ständig nachgemessen mit verschiedensten Verfahren, technischen Verfahren vor allem auch, ähm, ob der Stein schon so weit ist oder nicht. Ne? Also im Grunde genommen ist es ein Holz, das äh, nicht erst 100 äh, Millionen Jahre im Boden liegen muss, um dann versteinert zu werden, sondern man kann das mit anderen technischen Mitteln vorher ja, also mit, machen. mit Brems, ja? mit Druck wahrscheinlich. In Linie. Ganz genau. Ja. So, wir wollten natürlich noch mehr wissen, haben dann den Dr. Volkermar. Quantenchemiker kann man sagen, ja. Physiker, äh, nachmessen lassen, der ja unglaubliche Systeme der feindschaftlichen Wegemöglichkeit geschaffen hat und waren wirklich erstaunt. Das ist also das stärkste System, das ich je gesehen habe. Wir haben in der Medizin oder in der Chemie oder Biochemie unterscheiden wir ja zwischen der Unordnung, das ist dann die Entropie, ja, und wir altern durch Unordnung im Grunde genommen. Ja. Je mehr wir uns anstrengen, je mehr wir uns verausgaben, desto mehr kommt unser System in Unordnung und auch in Hitze hinein. Ja. Das heißt, wir haben im Laufe des Lebens auch höhere Temperaturen, höheren Puls, der nicht mehr runterkommt. Wir haben am Anfang ja von diesem chinesischen äh, ja, ja. Äh, Specht gesprochen. So, und weil darum geht es eigentlich, dass wir diese Variation erhalten können. Ja. So, und es gibt dann noch die Nickentropie. Ja? Das heißt also, wir brauchen weniger Energie. Ja? Wir haben eine, weil wir sehr viel mehr Ordnung im System haben. Das heißt, wir haben eine Erholung, wie bei einer Meditation oder, oder ähnlichen Dingen, oder wenn wir Dinge tun, die uns Freude machen, ganz entscheidender Punkt. Oder schlafen. Ja? Ähm, so, und dieser Stein schafft es, glaube ich, also eine Nickentropie, da muss ich jetzt die, die Werte nochmal gucken, von, von über 500 zu haben. Also enorm. Ja. Ja. Und man hat dann auch gesehen, wenn der Stein an Materialien irgendwo dran liegt, das kann ja auch die menschliche Hand oder sonst was sein, wir haben nur die Materialien gemessen, hatten die also eine ähnliche Nickentropie, also rein physikalisch wirklich auch schon belegt. Auch in Wasser. In Wasser, du überall. Kann, du kannst es ja. Ja, in, in, ja in Wasser rein. Genau. Da reicht das ja. rein tunken und... Ja, es reicht neben dran legen. Und ja, den die, die, sogar schon. Genau. Ja, ja. Also es gibt noch ein anderes äh, Phänomen. Ich habe da in einem anderen Vortrag mal drüber gesprochen. Wir haben ja, wenn ich jetzt hier diesen Menschen habe, wir haben ja nicht nur das körperliche Feld nach Burkhard -Heim, der es ja auf 50 Stellen am Komma berechnet hat. Viele andere Physiker haben das ja auch belegt. Also mit Länge, Breite, Höhe und die Zeit. Sondern wir haben dann weitere Felder. Also wir haben zum Beispiel die Schwingung der DNA. Ich habe die vorhin mal mit Gaia ja, ein bisschen erwähnt. Ja. so Und diese DNA hat im Grunde genommen eine Übertragungsmöglichkeit dadurch, dass sie Ringstrukturen hat, ohne Ende. Das heißt, es ist eigentlich das größte Organ mit Ringstrukturen. Und immer wenn wir Ringstrukturen haben, ob das jetzt große Enzyme sind, ob das große Proteine sind, wie zum Beispiel Insulin, gewaltige Ringstrukturen, ja, oder die DNA, die zwei Meter lang ist, dann ribose Ringe und, und vier Basen hat, die Ringstrukturen haben, an diese Ringstrukturen können sich Informationen, nämlich dieses nächsten gewaltigen Feldes, ja, das nach eine Berechnung ungefähr 20 Kilometer groß. Man kann das jetzt morphogenetisches Feld auch nennen oder nennen sie es Biofeld. In der Physik heißt es Informationsraum. Ja? So, und dieser Raum ist voll gespickt mit sogenannten äußeren und inneren Elektronen, die ja Informationen haben. Das heißt ja nicht, dass wir die greifen können, aber die sind einfach da. Wir können die Luft auch nicht sehen. Ja? So, und diese Informationen werden praktisch hier über diese Ringstrukturen an den Menschen über die DNA übertragen. Ja? So, und dann gibt es noch einen Raum, der hier außen rum ist. Das ist der Hyperraum. Den könnte man auch als, als Emotion oder Seele oder wie auch immer äh, nennen. Ja, es gibt äh, insgesamt, sind das also zwölf Dimensionen. So, und der bestimmt im Wesentlichen mit, ziehe ich mir jetzt von diesen Elektronen Inhalte ran, die es minusgeladene Quanten haben, also das heißt uns gesund machen, oder ziehe ich mir Informationen ran, die geladen also krank machende Quanten haben. Minus heißt immer... Negentropie, gesund, ja, Plus heißt immer Entropie, also krank, Unordnung, ja? Dysregulation ja. und so weiter. Und obwohl die einen mhm. häufiger vorhanden sind als die anderen, habe ich die ja. quasi freie Wahl, ja. mir auch das Negative ja. Ganz <laughs> genau. reinzuziehen. So, ja. und jetzt kommt ja. diese unglaubliche Wirkung des Steines, das konnten wir also nachweisen, auch mit diesen Messungen, ja, dass wir genau diese ein Drittel krank machenden Quanten deutlich weniger zum Aufbau der Materie, in den Körper hineinziehen. Ja, sondern deutlich mehr diese anderen. Das heißt also, dieser Stein ist sogar in der Lage, also äh, Heim und, und also jetzt in dem Fall jetzt äh, Volker mal, konnten zeigen, dass dieser Stein sogar ganze Felder von plusgeladenen Quanten regelrecht wegdrücken kann. Also im Umkreis von circa ja. drei Meter. Ja? Er hat äh, das, ähm, eine Untersuchung gemacht, wo er den äh, Stein drunter gelegt hat und ja. hat Keimlinge äh, in der Petrischale. Ja. Genau. Wachsen lassen ja. und die, das Schlussbild, wie ja. unterschiedlich das dann ja. ähm, sich entwickelt, ist äh, faszinierend. Faszinierend, ja. ganz genau. Ja, ja. Also, ich sehe jetzt gerade, wir haben hier ähm, Skalen äh, mit 250 Minuswerten. Also, das ist wahnsinnig. Also, an Anikentropie. entropie ähm, Und man hat das dann genau, hier auch das ist zeigen das, können. Ist. Ja. Ähm, man sieht also, die, diese Keim, die Sprösslinge, also, äh, ich weiß nicht, Kressesamen waren das, genau, nach das drei ja Tagen, genau. Hier sehen Sie den Unterschied, die ging kaputt und nach drei Tagen haben Sie natürlich ein Wachstum. Ähm, wir haben es auch mit anderen Untersuchungen gemacht. Wir haben ein Verfahren, mit denen wir. Äh, also Leute auch Handy telefonieren ließen zum Beispiel, um dann zu sehen, was passiert. Hier sehen Sie, der Kopf ist knallig rot. Ja? Das heißt, wir haben eine, eine Versorgung, eine, eine wahnsinnige Laktatbildung. Und haben ohne Stein. Ohne Stein, ja. ja. Und äh, das hier bedeutet also von der, wir messen also Durchblutung und verschiedene andere Sachen, also eine Schwäche im System, also der wäre fast wahrscheinlich rumgekippt irgendwann, und haben den dann mit dem Stein versorgt. Und äh, zwar innerhalb von 30 Minuten sehen Sie ein völlig anderes Bild. Mhm. Ja. Wir haben dann auch, um zu diesem chinesischen Gleichnis nochmal zu kommen, immer wenn das Herz immer nur noch im gleichen Takt schlägt, das heißt, wir rennen die Treppe hoch, der Puls geht nicht mehr hoch, oder wenn er mal oben ist, geht er nicht mehr runter, je älter wir werden. Ja. Das heißt, wir bleiben also in einem Gleichmaß, wir können nicht mehr variieren. Das gilt für, für alle Systeme. Und dieses können wir zum Beispiel mit der Herzfrequenzvariationsanalyse, das ist ein Raumfahrtssystem, messen. Und wir hatten also hier einen, einen Patient, der hatte äh, starke Rhythmusstörungen, der war nicht zentriert, also der, die, der stand hier auf Stufe 6 ja? und äh, innerhalb von acht Minuten, ich meine, das ist ja wirklich keine Zeit, mmh. Ja? Mmh. War der, der schafft kein anderes Therapiesystem, also äh, innerhalb von 8 Minuten auf Nummer 3 zu kommen, also in den Ausgleich und schon beginnend in die Zentralisation, also das ist enorm. Ja? Das sind nicht die Einzigen, wir haben ganz, ganz viele Untersuchungen gemacht, das ist jetzt nur einfach äh, ein Hinweis. Wenn du die äh, ähm, ja, ich sag mal Struktur ja. des menschlichen Organismus, sich negative Dinge, also für, den, für die Gesundheit negative Dinge ja. reinzuziehen, äh, wenn man so etwas neutralisieren könnte oder sogar rumdrehen könnte, ähm, ist das etwas, was dann auch auf die Lebensdauer äh, eine Auswirkung hat? Also müssen wir, ich weiß nicht, der... der Lebenserwartung liegt irgendwie bei 78 oder, 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 oder Anfang 80 Jahren, je nachdem ob Mann oder Frau. Ist das in Stein gemeißelt? Nee, absolut nicht. Also erstens mal, die Menschen behaupten immer, dass sie gute oder schlechte Gene haben. Ja. Ja. Also wenn es hochkommt, schaffen wir es vielleicht zu 4 oder 5 Prozent eine genetische Abhängigkeit zu haben. Das, der einzige Nachteil ist, dass wir... Ähnlich aussehen wie unsere Kinder. Ja, das heißt, da haben wir eine 50-prozentige Übereinstimmung. Das ist ja manchmal schwer, <laughs> zu sagen, ich war es nicht. Aber, äh, äh, aber was jetzt Krankheiten anbelangt, eine vier-prozentige ja. Wahrscheinlichkeit ist enorm gering. Ja, und äh, auch die, die Erbkrankheiten, die vorkommen, sind äußerst gering. Das Interessante ist, dass wir. Ähm, auf also der sich die Brust amputieren zu lassen, ja. wie es eine prominente ja, Schauspielerin genau. gemacht hat, weil die Mutter auch schon Brustkrebs hat, ja, ja. ist also Bullshit. Ohnehin ist die Wahrscheinlichkeit in diesem Fall, dass also onkogene wirklich die Ursache für Tumoren liegt zwischen 1 zu 50.000, also völlig schwachsinnig. Ja. Ja. Und man muss natürlich auch bedenken, welche Angst das in anderen hervorruft, ja, ja. Ja, ja. die dann natürlich dann diese Nachfolgereaktionen in Nachfolge ja. natürlich dann in blindem Gehorsam das, das gleiche dann wieder machen und sich verstümmeln. Ja? Also das ist nicht die Lösung, man muss Tumore ganz anders aushebeln. Ja? Ja. Indem man zum Beispiel das Milieu verändert. Aber das können wir ja später nochmal. Ja. Also, es gibt ja die verschiedensten Theorien, warum wir altern. Erstens mal, was jetzt die Gene anbelangt, ist sicherlich eine der, der stärksten Theorien. Die DNA, wenn ich jetzt mal so ein X-Chromosom nehme, das ja auch der Mann hat, nicht nur die Frau, zwei Stück. Und hier haben wir dann aufgewickelt die, die DNA. Die ist also hier irgendwo drin, diese drei Milliarden Fäden. So, und normalerweise sind diese Fäden so gewickelt. Ja, also, nehmen wir mal einen anderen Faden, ja, der kann auch so gewickelt sein und dann kommt wieder so ein Stück gewickelt und wieder so ein Stück. Ja, das ist also wie solche Wollknoll im, im Grunde genommen. Äh, diese, diese Wollfäden, äh, die können nicht abgelesen werden. Also, was abgelesen werden kann, ist nur das hier dazwischen. Ja? Wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, von mir aus mein Bruder, meine Mutter oder wer auch immer hat einen Tumor, ja? dann will ich natürlich folgendes machen: Ich werde diesen Faden hier schön entspinnen ja, wir den schön lang ziehen und schön dran glauben, dass ich das habe. und dann haben wir das problem, dass unsere rna, also dass unser system wunderbar diese tumorinformation abliest, und dann ist es natürlich nur eine frage der zeit, bis ich dann auch selbst einen tumor habe. ja, ich kann aber auch genau das gegenteil tun. das heißt, ich kann äh, auch sagen, äh, ihr könnt mich mal alle. ja, und dann passiert genau das gegenteil. das heißt also die fäden spulen zusammen. Ja? das heißt also im prinzip haben wir dann nur noch diese. Knäuel hier und das Ganze kann nicht mehr abgelesen werden. Ja? So und äh, das Gleiche, also in umgekehrter Form gilt auch für die Langlebigkeit. Wir haben Areale im Gehirn, ähm, hier mal das emotionale System, das wäre jetzt der Hirnstamm. So und hier unten drunter, unter diesem emotionalen System, haben wir einen Teil, in dem im Wesentlichen Traumata gefangen werden, kann man sagen. Aber dummerweise liegt dort auch das Gedächtnis. Wir sprechen vom sogenannten Hippocampus. Ja? Der Hippocampus ist der Schrittmacher im Gehirn, äh, wächst siebenmal so schnell wie alle anderen Hirnzellen, ist aber auch in der Lage, alle anderen anzudrücken oder auch genau das Gegenteil zu machen. Ja? So, und ähm, es ist ja. Diese Langlebigkeitsstudie von Thurman ja schon gemacht worden. Der hat ja zwischen 1921 und 2004 begabte Kinder untersucht, ja, mit, unter den verschiedensten Lebensbedingungen, auch mit Nahrungsergänzungen, mit allem Möglichen und wollte wissen, was lässt uns besonders alt werden. Ja. Und da gibt es einen Hirnwachstumsfaktor. Der heißt also BDNF, Brain Direct Neurotropic Factor. Und das heißt, wenn es uns gut geht, das kann man grundsätzlich sagen, mal ganz allgemein gesprochen, ähm, dann wird dieser Faktor im Wesentlichen ausgeschüttet. Mittlerweile wissen wir auch, dass es im Muskelbereich einen solchen Faktor gibt, der also ähnlich reagiert. So, und wenn der also positiv ausgeschüttet wird, hat das Mordsauswirkungen auf den Hippocampus. Ja? So, und das heißt, in der DNA des Hippocampus ist es jetzt so, dass die Wolkneue im Prinzip gestreckt werden. Das heißt also, diese positiven Dinge können abgelesen werden. Das heißt, wir können wirklich massiv unser Leben verlängern, aber das geht nur dann, und jetzt kommt das Entscheidende, wenn wir nicht hier in dieser Amygdala und in anderen Teilen ständig Angst empfinden. Na, das heißt, also die Angst, Angst ist, ist der absolute Killer. Killer, ja, ja, ja? ja. Das heißt, wir werden natürlich auch durch Medien, durch alles Mögliche immer wieder in Angst gehalten, um natürlich aus dieser Matrix nicht auszutreten. Aber wenn wir die Angst überwinden, sind das viele zusätzliche Lebensjahre. Das heißt, wir haben ein völlig anderes Verhältnis bezüglich. Einem geringeren Kortisonausstoß, einem geringeren Insulinausstoß, allein das sind dann schon zwölf bis sechzehn Lebensjahre, die wir länger leben. Wir haben weniger Arterienverkalkungen, wir haben ein Wachstum des Gehirnes, wir haben eine andere Steuerung des Immunsystems. Und man kann nur vorwarnen, den Leuten zu erzählen, das konnte Truman ja auch nachweisen bei den 100-Jährigen, die man da untersucht hat sein Leben lang nichts zu tun, sondern sich dann irgendwann zur Ruhe zu setzen oder ähnliches zu machen, sondern viel entscheidender ist, nach Möglichkeit bis ins absolut hohe Alter immer tolle Lebensziele zu haben, sich weiterzuentwickeln, dann sind wichtig äh, soziale Verbindungen natürlich, ja, und auch entscheidend ist, kein Losertum zu haben, das heißt also doch so viel mhm. Power aufzubringen, ähm, dass man sich ähm, durchgebissen hat im Leben, also es ist besser, man hat an irgendwas rumgenörgelt eine ganze Weile und hat es nicht geschafft hat es irgendwann aber doch geschafft und hat die Sache zu Ende gebracht das sind immer positive zusätzliche äh, Lebensjahre ja. ja die die DNA entfalten also das ist jetzt ein Teil ja. Ja? also wir haben äh, es dann ich meine das ist ja sicher ja die wirklich gute Nachricht äh, es nicht nur selbst in der Hand äh, das die Lebenszeit zu verlängern sondern auch die Lebensqualität ja. Denn wer arbeitet wer aktiv ist wer sich durchgebissen hat. Richtig. Wichtig ist ja wohl auch das Thema Partnerschaft, genau. ist das Thema Sexualität. Ja. Die Dinge, wenn, wenn all das in einer Gesamtharmonie ist, dann ist auch die Lebensqualität. Man wird nicht nur dement alt, sondern man ja. wird gesund alt. Das ist ja nochmal ein so ganz, ganz anderes. So, und da muss man auch mit dem Dilemma aufhören, weil wir das in der Orthopolarmedizin ja. Wir sind immer wieder konfrontiert mit Sportlern, die ja. Massen von Radikalbildungen haben. Also Truman hat Sportler untersucht, die vom 21. bis zum 60. Lebensjahr jeden Tag eine Stunde gelaufen sind. Das heißt, wenn man das jetzt hochrechnet, kommen wir ungefähr auf mehr als zwei Jahre. Diese zwei Jahre kriegen sie im Leben nicht mehr zurück. Ja. Also man darf es nicht glauben, nur weil man die ganze Zeit dann emsig Sport macht und so weiter, vor allem über eine bestimmte Pulshöhe hinaus rennt und viele Radikale bildet, dass man dann äh, im Grunde genommen länger liegt. Das Ist es eher im Gegenteil der Fall, so ja. hart wie das eigentlich ist, ja. sondern moderater Sport, also zum Beispiel moderat gehen und solche Sachen. Dann wir haben zum Beispiel und ähnliche Sachen bei Sportlern messen können. Wo stehen die überhaupt? Ja? Und dann zielgenau substituieren, dann kann der Sport machen, ohne dass er, wie die meisten Spieler von Bayern München, mit 25 schon Kniearthrosen oder ähnliche Dinge hat. Ja? Aber man muss die, die Leute auch begleiten und das wird in der ja, Sportmedizin kaum gemacht. Ja, ja, ja? Ja. Also das ist ein, ist ein Das passt ja auch in das Gesamtbild ja? nicht, denn in dem ja. Moment, wo ich äh, den, den Menschen äh, fit und alt äh, werden lasse, dann ist er natürlich auch nicht der Konsument, den ich mir wünsche ja. und auch nicht in der abhängigkeit er ist dann weil das war ein ganz ganz wichtige was du gesagt hast er ist auch nicht in die angst getrieben also das heißt also all die mechanismen mit denen dieses ökonomische ausbeutungssystem ja. funktioniert greifen dann bei solchen leuten nicht. So und ist. das ist natürlich genau das was wahrscheinlich auch nicht gewollt ist. Also Ganz genau. Solche, solche Typen wollen wir nicht haben. Ja, und dann bleiben wir in der Matrix, solange wir natürlich Matrix, in, der, in, der, in der Angst wie die, wie ja, die Lämmer ja. und Lemmige rumrennen. Ja? Ja. Zu dem äh, Thema Matrix kommen wir noch. Äh, jetzt das, was ich noch ansprechen wollte, was für mich aussieht wie eine Stimmgabel hier auf dem Tisch. Ja. Äh, hat aber mit dem normalen ja, ja. Musikinstrument jetzt nichts zu tun. Nee. also es gibt zwar in der Musik auch eine, eine Stimmung, Stimm Arbeit, ja, ja. aber wir müssen uns Folgendes vorstellen. Ähm, die Erde hätte normalerweise eine, eine Grundschwingung aufgrund äh, ihrer äh, Rotation und so weiter und der Eisenkerne, die sie hat und alles mögliche von ungefähr 7,8 Hertz. Ja. Das ist im Gehirn entspricht das dem langsamen Alpha-Rhythmus, äh, Rhythmus, der, der gut der, der Erholung dient, der eine gute äh, Konzentration bzw. eine Gedächtnisaufnahme verspricht, der die Rhythmen im Körper, und wir haben unendliche Rhythmen, die, die enorm wichtig sind, ich habe ja eben schon mal von dieser Taktung gesprochen, um die 7000 neuen Zellen zu bilden und am gleichen Ort 7000 abzubauen, ähm, das funktioniert natürlich unter diesen 7,8 Hertz wunderbar. Ja? Nur mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich entfremdet sind von diesen Frequenzen, vor allem leider Gottes durch die HABs, ja? also mhm. durch diese hoch äh, Volt, äh, in Billionen Volt äh, schießenden äh, Anlagen, nicht nur in Alaska, sondern wenn wir jetzt hier von Bonn äh, sprechen, äh, fünf Kilometer weiter ist auch so eine Anlage und in ganz Deutschland verteilt in allen Ländern. Ja? So, und äh, das heißt, wir fahren im Prinzip das Schwingungsfeld der Erde auch durch die. Ganzen WLAN-Systeme durch den Elektrosmog und alles, was hier äh, passiert, so hoch, dass wir momentan etwa bei 15,1 Hertz liegen. Ja? Das heißt, wir sind eigentlich getrieben, wir kommen nicht mehr zur Ruhe, wir kommen nicht mehr in die Entspannung, wir brennen äh, zusätzlich aus und so weiter. So, diese Stimmgabel ist auf 7,8 Hertz geeicht, also um den Körper wieder in die Situation hineinzubringen. Man setzt die an den äh, Meridianpunkten auf, also an den Hauptmeridianpunkt. Das kann man dann nachher noch mal zeigen. Mm -hmm. ja? Zudem sind dort auch andere Frequenzen eingebaut, die der Entgiftung dienen. Dort sind Frequenzen von Leberenzymen drin, von Verjüngungsenzymen. Und ganz, ganz stark ist der Effekt auf die Zirbeldrüse. Und auf das Oxytocin. Wir wissen ja, dass das Oxytocin das binding -Hormon ist, das nicht nur die Partner nach dem Orgasmus verbindet, sondern das einen ganz entscheidenden Faktor bildet, zum Beispiel in der Verbindung zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel auch. Ja, das heißt, es stimuliert, ähm, könnte man sagen, die Neuronen untereinander. Ja? Und äh, das heißt, wenn das Oxytocin hochgefahren wird, werden in der Regel auch viele andere Hormone hochgefahren. Also, das heißt, der, der Blutdruck wird anschließend auch gesenkt. Wir haben eine, ein deutliches Ansprechen des, des Immunsystems. Ähm, die Leute sehen besser. Ja, und es, Also viele, viele positive Dinge, die im Prinzip durch die Veränderung der Lenkung eigentlich äh, ja. passieren. Und das ist mit der veränderten Frequenz ja. etwas, was damit ganz genau geht. Ja. Wir haben deutlich nachweisen können, dass äh, sogar Keime äh, sich deutlich reduzieren lassen. Wir, also wir können nachher die Messungen ja sehen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Wir haben zum Einstieg über das Thema Nahrungsergänzungsmittel gesprochen. Ja. Jetzt hast du äh, ein schönes Beispiel. Da gibt es auch ein, ein lustiges Bild. Ähm, Thema Kalzium. Ähm, ja. Es ist offensichtlich nicht immer nur damit getan, dass man hergeht und ein äh, genau. bestimmtes ähm, ja, Element zuführt, sondern es ist wichtig, <laughs> wie, äh, der, dass der Organismus in die Lage versetzt wird, damit auch letztendlich umzugehen. Also, Kalzium zu futtern ähm, in Form von Kalziumtabletten ist nichts, was irgendwie weiterführen würde. Und äh, diese beiden äh, Küken machen den Unterschied aus, äh, ob das eben richtig bioverfügbar zur Verfügung gestellt wurde oder nicht. So ist es. Also wir haben hier zwei Hühner, die, die beide vier Wochen alt sind und einen gigantischen Größenunterschied haben. So, das Auch ein Haltungsunterschied. Ja, das ja. ist so der, ja, der, ja. der, der BRD-Bürger, wie man sich ja. das wünscht. Und genau. das ist das, der autarke, aufrechte Mensch. So, so ist es. Genau. Also jetzt nur in Tierform. Ja, richtig. So, und das heißt, der linke, aufrechte Mensch ist mit Silizium gefüttert worden. Ja. ja und hat aus Silizium, man nennt das Transmutation, äh, Calcium gebildet. Ja. Während das rechte Huhn im Prinzip mit, wirklich mit Kalzium, mit Calciumcarbonat gefüttert wurde und die Hühnerschalen wurden immer Dünner und man hat die Hühner dann auch in der Knochenstruktur hier analysiert und wirklich gesehen, dass das Hund eine regelrechte Osteoporose entwickelt hat. Das heißt ja. also nicht, dass wir eine Osteoporose wegbekommen, nur weil wir Kalzium füttern. Ja? Wie ich das ja fälschlicherweise auch 30 Jahre in der Biochemie gemacht habe oder auch mhm. in der Praxis sondern der Körper hat die Eigenschaft, dass er ganz unverhofft Dinge tut, die wir so biochemisch gar nicht berechnen können. Ja, das heißt, also er hat also eine wirkliche Kernspaltungsmechanismus. Äh, Man nennt das Transmutation. Das heißt, er kann zum Beispiel aus Silizium, aus Kalium und aus Magnesium Calcium bauen. Ja? Ähm, es wird zwar auch viel von Grün, Lip, Muschel und all diesen Sachen gesprochen und das Kalsum könnte man aufnehmen, ähm, einen ganz kleinen Teil maximal davon, also das funktioniert nicht. Ja? Ähm, man hat zum Beispiel auch ein, ein anderes Beispiel für Transmutation, man hat also äh, in der Wüste Untersuchungen gemacht, hat den Leuten Natriumchlorid zu trinken gegeben, also mit Wasser, ja, also salzartige Lösungen, also nur Natrium und Chlor und verrückterweise gesehen, indem man dann Analysen gemacht hat, dass die äh, beim Urinieren sozusagen äh, Massen von Silizium und Kalium und Magnesium und anderen Stoffen ausgeschieden haben, die sie in der Form gar nicht aufgenommen haben. Das heißt, der Körper hat die Fähigkeit der Transmutation. Es gibt eine ganz spannende Geschichte, die... Fast in Alchemie. Es ist Alchemie, <laughs> ja, ja, äh, ja. Die in, in Russland nachgewiesen wurde. Da gibt es alte Mütterchen, die sind wahrscheinlich über 120 Jahre alt. Ja? Und äh, die, die eine ist im, im Fernsehinterview in, in Moskau aufgetreten, hat mir Professor ja recht erzählt, eine Frau ja auch Russin ist. Und die haben das auch äh, gefilmt und, und ja, das ist Unvorstellbar und die sagte, sie hat eigentlich im Grunde genommen, äh, als sie dann gefragt wurde, was, was essen Sie eigentlich? Ja, ich esse Sand. Ja. Das heißt, die hat Siliziumartigen Sand vor der Tür gehabt und einen ganzen Haufen und das hat sie dann jeden Tag gegessen. Man hat die Frau untersucht, die war kerngesund. Ja? Das heißt, es ist nicht immer gut, wenn wir ganz viele Dinge essen, weil der Körper offenbar eine Transmutation machen kann. Ja, in, in vielen, vielen Bereichen. Und das sind wir in der Untersuchung, aber jetzt wirklich noch, noch am Anfang. Also wir kennen das aber jetzt ganz sicher von Kalzium, äh, weil da sehr viele äh, große Untersuchungen in Amerika, in Russland, überall gelaufen sind. Ja? Das heißt, es konnte wirklich gezeigt werden, dass wir mit Silikaten, also das heißt vor allem mit Zeoliten zum Beispiel, in, in einer hochgradigen Form äh, Arthrosen und ähnliche Dinge bekämpfen ja. Können. Ja, wir können. Mit Zeoliten konnte man zeigen, dass sie, äh, wir haben da Grafiken. Äh, im Grunde genommen über 90% Prozent aller Tumore wegbekommen, aber abhängig von der Konzentration der Menge, die sie an Zioliten eigentlich essen. Ja. Also dann spreche ich schon von 10 Gramm am Tag. Ja? Ich meine, was du jetzt, ja? wenn ich das jetzt mal etwas salopp übertreibe, dieses, diese Babuschka, von der du erzählt hast, wenn es ist ja der Umstand oder die Möglichkeit zu sagen, ich kann mit dem, was wir in der Sahara haben, die Menschheit gesund machen, das ist natürlich wirklich der äh, ökonomische Supergau für ein System, was permanent irgendwelchen Kram verkaufen will, wenn das so einfach geht. Aber spannend ist ja, wenn ich das weiß beim Thema Silizium, dass das der Organismus sich dann die Dinge so baut und bastelt, also wirklich ein... Alchemistisches Wunderwerk ja, ja. ist, wir beide und die Rest der ja. Menschheit genauso, ja. ähm, dann und ich das weiß, dann kann ich in der Tat natürlich die Dinge sehr viel zielgerichteter ähm, den Menschen zur Verfügung stellen und habe fantastische Ergebnisse. Ja, und dabei ist natürlich nicht die, die, die Psyche zu unterschätzen. Ja? Ja. Also, das heißt, ich erzähle den Kunden hier manchmal, sie können hier den ganzen Rasen essen, das heißt jetzt nicht, dass sie dann unbedingt. Nicht mehr sauer sind. Wir sehen das ja in den Messungen, dass auch die Vegetarier sauer sind, weil das Problem ist nicht alleine das Essen, sondern die Verschaltung im Hirnstamm hier oben. Ja? Das heißt, wir haben äh, 40 Bits äh, Aufnahme an im, im Grunde genommen äh, in, der, in der Ratio, das ist also das Frontalhirn hier vorne, ja? und wir haben aber hier ein bisschen mehr, nämlich 40 Milliarden. Bits im emotionalen System. <laughs> ja, ja. Das mehr. heißt also, wir kämpfen quasi mit dem Wassertropfen gegen das Meer. Ja. Ja. Und es wird sich immer die Emotion durchsetzen. Ja. Und die sorgt dafür, dass es dann zu den entsprechenden Verschaltungen der Ponsnaber das, also im Hirnstamm kommt. Und wir bauen hier den verkehrten pH-Wert. Ja. Oder, oder den richtigen. Oder den richtigen. Ja, ja. Je nachdem, ja. wie es mir eigentlich geht. Ja. Das ja. heißt also, nur das, Zwang, das zwanghafte Grünkernessen reicht nicht aus. Das macht absolut Sinn, ist keine Frage. Aber es sollte immer in Verbindung natürlich auch mit der richtigen Einstellung. Mit dem, ja, ja, ja. Und das hat äh, Törmann ja auch nachweisen können. Ja. Bei dem wir dann noch den Übergang in ja. ein total spannendes ja, anderes ja. Thema, nämlich Infrarot, äh, bekommen. Was äh, ist das Besondere an diesem Dekoder? Ja, dieser, ähm, dieser Diskonder. Äh, Diskonder, Entschuldigung. Ja, kein ja. Problem. Ähm, wir müssen uns vorstellen, dass äh, Krankheiten ja im Wesentlichen aus dem Grunde entstehen, weil wir ganz allgemein gesprochen pathologische Informationen in unser System hineinbekommen. Ja? Und ähm, die Informationen gehen vor allem, wenn ich hier ein Atom habe, das ist das alte Atom, mit in die Elektronen hinein. Und diese Elektronen enthalten Photonen. So, und in diesen Photonen haben wir dann auch sogenannte Quanten drin. Da gibt es also Plus- und Minusgeladene. Ne? Die, die Minusgeladenen machen uns gesund und die Plusgeladenen machen uns krank. Ne? Die Plusgeladenen kommen im Kosmos etwa zu ein Drittel vor, die anderen etwa zu zwei Drittel. Trotzdem schaffen wir es mit unserer Psyche, uns immer wieder die Plusgeladenen krankmachenden in unseren Körper hineinzubringen. Sonst wären wir nämlich wahrscheinlich unsterblich. So, und ähm, das Problem ist, dass diese Elektronen, alle 10 hoch minus 27 Sekunden eine Pulsation haben. Das heißt, alle Photonen mit Informationen, die hier drin sind, werden wie eine Langspielplatte alle 10 hoch minus 27 Sekunden durchgewühlt. Und das nehmen wir alles auf. Ja? Ob das jetzt in dem Fall jetzt traumatische Dinge sind, die wir als, als Kind oder als Erwachsene erlebt haben oder Peinlichkeiten oder, oder sonst irgendwas oder ob das jetzt andere Dinge sind, die hier aufgeladen werden, von denen wir eben schon gesprochen haben. Man kann das jedenfalls reduzieren ja, und umstellen. Die Psychotherapie behaupte ich jetzt mal als selber Psychiater und Psychotherapeut, der sehr wohl diese freudschen Ausbildungen machen musste in der tiefen psychologischen Ausbildung. Die, bei der ich aber nie Erfolge gesehen habe. Die habe ich erstmal bei Hypnose und anderen Therapien gesehen. Das Problem bei diesen Therapien ist, dass sie einen bestimmten Teil, vielleicht 4-5% dessen, was ihnen gerade erinnerlich ist, dass man das eben hochholen kann. So, und die Bearbeitung erfordert in der Regel immer in Anführungszeichen, drehen. Ne? Das heißt also, es kommen alte äh, Dinge wieder hoch und, und es ist immer ein Kraftverlust, das heißt eine neue, eine Retraumatisierung. Ja? Also die Traumata, und, wie Freud das möchte, ja. anzusprechen, ja. hochzuholen, äh, aus deiner Sicht kontraproduktiv ja. für den Gesamtorganismus. Äh, so heißt das, dass ich die Traumata quasi zukleistern soll oder wie gehe ich mit denen um? Es ist so, äh, wenn wir... Hier so, ein, so eine Pyramide haben und wir haben hier viel oben den kleinen Teil der, der uns bewussten Traumata, die wir über das Bewusstsein lösen können mit Therapeuten. Ja? Und selbst dieses Lösen erfordert oftmals nochmal einen Energieuntergang, weil die Retraumatisierung ja. kommt. Dann haben wir eine Masse von unterbewussten Traumata, die wir überhaupt nicht einordnen können, die uns überhaupt nicht bewusst sind, vor allem in den ersten Kinderjahren. Ja? Das sind so die prägenden. Und und jetzt gibt es wirklich Möglichkeiten, die der Herr Turner geschaffen hat, da muss man also Hut ab, muss man sagen, wir genau diese alten Traumata, an die wir sonst normalerweise nie kämen und die immer Gewebsprozesse machen, die immer Versäuerungen machen, die immer auf Dauer Krankheiten machen, die immer Tumore machen. Es gibt eine Statistik, dass 87 Prozent der Tumore eine psychosomatische Natur sind. Jetzt kommen ja noch diese anderen Belastungen dazu. Ja, ja. Ja? So, und äh, das, äh, und zwar geht es folgendermaßen, man nimmt im Prinzip ein, ein, ein Bild auf, ja? Und in dem Bild haben wir ja im Prinzip Quanten, Photonen, in jedem Bild, sonst würde das ja gar nicht sehen. Ja? So, und dann kann eine Software, die er entwickelt hat, kann im Prinzip innerhalb von Sekunden diese Quanten auszählen, in verschiedene Kategorien unterteilen. Ja? Und äh, kann uns zielgenau sagen, wo unser Problem eigentlich liegt. Das ist das eine. Das ist diagnostisch hochspannend. Mhm, ja. mhm. Das zweite ist aber auch, dass wir die Negativinformationen, die wir immer im Körper gespeichert hatten, 108fach positiv überschreiben können. Ja. Die Frage ist, wie kriege ich denn diese Umwandlung unseres Krankheitsprogrammes? Wie bekomme ich die denn in das Unterbewusste hinein? Und da hat man sich dann einiges einfallen lassen, weil mit der Psychotherapie funktioniert es nicht. Und das mit ja, ja. Funktioniert auch nicht. Funktioniert jetzt auch nicht. Ja. ja? Also man hat ja viele Untersuchungen gemacht, da ging es ja um den freien Willen in den verschiedensten Universitäten und ähm, wollte dann wissen, wenn ein Befehl von außen kommt, auf eine Taste zu drücken, wer reagiert zuerst. Oder wenn ein Kind über die Straße läuft, wer reagiert zuerst, bevor ich zum Bremsen komme. Ja? So, und hat dann gesehen, dass zum Beispiel das Bauchgehirn, wir haben 300 Quadratmeter Darm mit 10 hoch 15 Immunzellen. Ja? Also die größte Menge an Immun- aber auch Nervenzellen im System, fast mehr als im Gehirn. Ja? dass das Bauchhirn bis zu 1,2 Sekunden vor dem Reiz reagiert, bevor das Gehirn überhaupt reagiert. Ja? Aber das Gehirn ist dann noch mal langsamer? Ja, dann, dann ja, kommt also dann, als nächstes ja. das, das Rückenmark, ja. Ja, ungefähr 800 Millisekunden, also 0,8 Sekunden bis, bis etwa eine Sekunde. Ja, das heißt, wir bremsen eigentlich aus dem Rückenmark heraus. Ja, wir müssen ja den, den Reiz auch über, über Nerven geben. Wenn das Kind über die Straße rennt, dann kommt mit etwa 0,4 Sekunden äh, das Herz nach. Auch dort haben wir 30.000 Neurone. Ja? Genau. Und die Emotionen. So, und dann erst, erst kommt das, das Gehirn. Das ja. heißt also, wenn wir warten würden, wir bremsen erst, wenn das Gehirn sagt, bremst mal, wäre das Kind schon überfahren. Ja? Ja. So, und das hat er sich zunutze gemacht. Das heißt, die Verschaltung ist also so, dass äh, etwa 90 Prozent der, der, der Impulse äh, werden. Normalerweise vom Bauch zum Gehirn gesendet und nur 10% umgekehrt. Ja? So, das kann ich natürlich hier nutzen. Das heißt, er hat also einen Mechanismus, also Skalarwellen, eingebaut. Das läuft also über diese Töpfe hier. Und hier sind Infrarotwellen, auf die ich nachher mit dem anderen System ja, noch zu schon sprechen um komme. Zu sprechen. Ja? Ja. So, und der Trick ist, dass Skalarwellen sind ja longitudinalwellen, keine Widerstromtransversalwellen, die hoch und runter und nach der Seite gehen. Ja? So, und da kann man auch den Schall nehmen. Das heißt, er leitet im Prinzip diese neuen Informationen, wenn man das Ganze 21 Tage am Bauch trägt, über die Haut. Ja, das geht dann hier über die Haut, praktisch in das Innenohr. Die Hörbahnen sind doppelt geschaltet. Ja, also die sind sehr, sehr zuverlässig und laufen über den Temporallappen, hier nennt man das, ja, im Prinzip zum emotionalen System. Also wunderbar. Ja, uns schön vorbei am Bewusstsein, dass man also eher hier. Also, das heißt, äh, dieses, äh, ja. dieser Diskonder wird nie auf der Stirn oder am Kopf getragen, sondern immer am Richtig, Bauch. Richtig, ganz genau. Ja, ja, ja. Ja. Äh, es gibt da noch eine Ferntherapie, die jetzt äh, gerade in der Entwicklung ist. Die haben wir auch gemessen mit Blut vorher, nachher. Das ist also unglaublich, was auch mit Krankheitskreisen und Ähnlichem passiert. Also wirklich mit Untersuchungen in, in einem physiologischen Institut der Uni Graz, das ist, ist faszinierend. Ja. Du hast jetzt äh, schon angetippt, das Thema. Infrarot äh, im Zusammenhang auch mit einer ähm, einem weiteren Lösung, die hier auf dem Tisch liegt. Ähm, was ist das Besondere an dem Thema Infrarotwellen ja. äh, für unseren Organismus? Also es gibt, ähm, wir haben ja den, den sichtbaren Bereich, äh, der es ist ja, ich mal so, also, wir haben hier verschiedene Bereiche, Wellenbereiche im, im, im Grunde genommen. Und wir haben einen kleinen Teil des sichtbaren Bereiches, der liegt ungefähr zwischen 350 und 800 Nanometer. Und wir haben links und rechts natürlich auch Bereiche dazwischen, ne, die uns durchaus lenken. Und ein Bereich ist der Infrarotwellenbereich. So, und Infrarotwellen sind dringend notwendig zur Steuerung der DNA. Zum Beispiel die DNA brauchen einen Bereich etwa zwischen 900 und 960 Nanometer, sonst kann die überhaupt nicht äh, reproduziert werden. Ja? Und ähm, das stärkste System, das auf Infrarotwellen reagiert, ist die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse enthält Magnetkristalle, die praktisch in so einer Liquorflüssigkeit schwimmen ja? und funkt die ganze Zeit Photonen. Ja? So, das kann sie aber nur machen, wenn sie eine Verbindung zum Infrarotfeld hat, das von oben kommt. So, dieses Infrarotfeld schälen wir uns natürlich gerade mit diesem ganzen Elektrosmuck und, und natürlich auch mit psychischem Stress, der äh, einen, für einen Cortisolwall sorgt, der äh, dann um die Zirbeldrüse herumgeht oder wenn wir im ICE sitzen oder im Flugzeug oder im U-Boot oder sonst irgendwo, also im Fahrradäschen Käfig, haben wir keine ausreichende Möglichkeit, auf die Infrarotfelder zuzugreifen. Ja? So, und jetzt hat man herausgefunden, also, das ist im Wesentlichen eine japanisch-russische Geschichte, die auch in der NASA, aber nachher auch in der russischen Raumfahrt und in der Radiologie, in der Onkologie und in der Demenzforschung gemacht wurde, dass wenn ich bestimmte Materialien nehme, dass ich dann diese Infrarotfelder sozusagen anzapfen kann. Also damit in Resonanz gehen, der Körper nimmt die mhm. dann auch entsprechend auf. Ne? Das sind also äh, zum Beispiel dieser Kappe, sind Turmalinkristalle, dort ist Germanium eingebaut, Silikate, ganz extrem wichtig, bei Silizium weiß man das auch. Ja? So, und das heißt, wenn man diese Kappe dann. Ähm, an hat, verbindet sich unser System im Prinzip mit diesem Infrarotfeld. Ja? Das heißt, wir laden eigentlich unsere Batterien auf. Das äußert sich also so, dass erst die Zirbeldrüse aktiviert wird und dann aber auch alle möglichen Gehirnhormone. Wir haben also gesehen, dass das Dopamin hochgefahren wird. Das, das ist Extrem wichtig für die Konzentration des Gedächtnisses zum Beispiel ist auch Noradrenalin. Wir haben verrückterweise parallel gesehen bei Bluthochdruckpatienten, dass die in einer halben Stunde den Blutdruck normalisiert hatten, obwohl die 20, 30 Jahre Bluthochdruckmittel genommen hatten. Man hat das Ganze in der, in der Demenzforschung ähm, entwickelt. Bei, es gibt ja verschiedene Demenstufen, also leichte, mittelgradige, schwere und so weiter. Das wird in einem im Score im Prinzip dargestellt, mhm, der mhm. bis 30 geht. Ein Mini-Mental-Status nennt man den. so. Und sogar Patienten mit 15, die also schon teilweise Weglauftendenzen hatten, sind mit der Kappe wieder genesen. Also, ganz also auch Rückwärtsentwicklung. rückwärts entwickelt. Ja, rückwärts, ja. ja. Also mit einer verbesserten Konzentration, Gedächtnis. Dann darf man eins nicht vergessen: ich habe das vorhin mal kurz erwähnt. Wir bilden ja pro Sekunde etwa 7 Millionen Zellen neu 7 Millionen müssen abgebaut werden. So und es geschieht durch bis zu 30.000 Enzyme, ja? Und diese Enzyme müssen ja getaktet werden, sonst bauen wir ja die neuen Häuser auf alte wieder drauf und mhm. haben wir Entzündungen mhm. und ähnliches. Typischer Fall ist Parkinson und Alzheimer. Das heißt, wir kriegen den Schrott nicht mehr abtransportiert. Also man vermutet, dass die Entgiftung das Abtransportieren dieser alten Materialien, das ist ein wesentlicher Teil auch dieser Kappe ist. Da hat man das ganze in der Schlaganfallforschung äh, entwickelt bzw. auch gesehen, was da passiert. Und es gibt noch einen Wunderstoff, ähm, den äh, Hecht ähm, als Neuropeptid, als wichtigstes Neuropeptid der Welt, kann man sagen. Äh, erstmal darstellen konnte in einer, glaube ich, 15-jährigen Forschungsreise, sollte damals auch einen Nobelpreis kriegen dafür, das ist Glycin. Glycin ist die einfachste aller Aminosäuren, die alle anderen Aminosäuren, also für Hirnfunktion, für alles Mögliche wieder aufbauen kann. So, und die beiden zusammen schaffen selbst nach einem Jahr noch einen Rückgang der Symptome von Schlaganfall von nach einem Jahr von 67 Prozent, akut natürlich viel stärker. Also, das denke ich, kann sich sehen lassen. Ja, ne? ja. Und viele, viele andere Dinge der Entgiftung auch noch in der Leber oder, oder sonst wo. Ja? Und wir vermuten auch, dass wir die pathologischen Effekte, aber das muss noch genau untersucht werden, der Handystrahlung und so weiter auch damit abfangen können. Wenn du mit solchen Produkten in Berührung kommst, dann ja. ist eine der zentralen Funktionen und Aufgaben, diese Dinge messtechnisch zu genau. analysieren. Also, so das ist eigentlich ist. so, dass. Das Entscheidende, ja. dass all das, was hier liegt, einem äh, Verfahren unterzogen wurde, äh, dass da nicht irgendjemand wie jetzt hier äh, Willem Turner äh, mit, mit Ideen, Überlegungen und Versprechungen ankam, sondern dass das hinterlegt ist mit ganz konkreten Messungen, die wir uns dann auch im Detail nochmal ansehen. Äh, und äh, Messungen an individuellen Patienten, also auch du hast vorhin darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, zu... Sich darüber im Klaren zu sein, dass Menschen unterschiedlich sind und auch unterschiedlich ja. reagieren, dass aber ähm, all die Dinge ähm, nachweisbar funktionieren. Genau. Das ist Unreproduzierbar. Und reproduzierbar, genau. Ja. Das ist, das ist also, ja. Und damit liegst du natürlich mit deiner Arbeit äh, und dem äh, Überprüfen und Messen äh, so auch ganz vorn an der wissenschaftlichen Front. Äh, also nicht die Dinge, die seit 60 Jahren geglaubt und wiederholt werden. Wie gesagt, ich bin, ich bin mittlerweile so weit, dass ich gar nichts mehr glaube. Wir müssen ja, einfach. Ja. Ja, und, und, und dann sehen wir ja, ob das, was die Firmen uns hier angeschöpft haben, wirklich was gebracht hat oder nicht. Ja? Ja. Und das, was ich jetzt hier erwähnt habe, das sind natürlich schon sehr interessante Dinge. Ja? Ja. Weil wir haben das auch messtechnisch zeigen können. Messtechnisch zeigen heißt, dass die Dinge, die jetzt hier angesprochen werden, auch wirklich messtechnisch funktionieren. Und damit in einer ganz anderen Art und Weise... Medizinische und gesundheitliche Probleme äh, wieder in die Verbesserung, Optimierung Final. oder Geheilung gebracht genau. werden können, genau. als dass die Schulmedizin. Richtig, richtig. Ich meine, wir haben hier. Ähm Viele internationale Patienten, und das war vorher so, die natürlich dann in, ihren, in ihre ursprüngliche Tretmühle zurückkommen und dann irgendwann wieder krank werden. Und das hat uns dann doch dazu bewogen, wir müssen irgendwas tun, was die Leute auch tun können, wenn sie nicht mehr hier in Behandlung sind. Also, wenn die hier schon ja, ja. reguliert waren, dass sie auch in dieser Regulation einigermaßen bleiben können. Und dazu gehört natürlich, dass wir in irgendeiner Form den, den Umweltdreck äh, natürlich verändern. Ja. es gibt noch ein paar andere interessante Entwicklungen, zum Beispiel, was im Time Waver zum Beispiel gemacht wurde, das ist also ja auch ein radionisches oder Skalarwellengerät im Grunde genommen, dass wir die regelrecht Firmen reinigen können oder deren Umfeld, Umfeld ja. 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 also es gibt noch andere Systeme hier, die das auch können, die über das weiße Rauschen die, 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 die Felder im Prinzip abgreifen können, das ist jetzt hindenklich ähm, belegt, auch durch amerikanische Untersuchungen und ähm, das heißt, man muss sich einfach Gedanken machen, wie kann ich den Leuten helfen, wenn sie hier diesen Schritt hier hinein nicht mehr gehen. Ja? Und wie kann die Nachhaltigkeit dann zu Hause auch Ganz genau. sichergestellt werden. Ja. Wir kommen nachher noch, weil das so äh, als abschließende Überlegung, äh, so: wie sieht das Gesamtsystem eigentlich aus, auch zu, dem, zu dem Thema ja. äh, kommen wir noch. Weil das dann schon auch spannend ist und nochmal unterstreicht, warum es so wichtig ist, dass ich, äh, wenn ich hier war, mit mhm. Dingen... Zudem nach Hause gehe, ob das Nahrungsergänzungsmittel oder bestimmte Produkte sind, die eben die Nachhaltigkeit sicherstellen. Genau. Ähm, wenn jetzt, das ist auch so ein Beispiel, ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben, äh, als du da mit an sich in Berührung kamst, äh, dir so ein Quantenstein ja. zur Verfügung gestellt wird. Äh, ich weiß noch, wie du gesagt hast, keine Ahnung, ob der was taugt oder nicht. Äh, ich probiere es, wir messen es, wir, wir checken das. Wie war das, als du mit diesem Quantenstein in Berührung ja, also gekommen bist? Ein, ein Freund von mir sagte: Es gibt hier einen Verrückten, der äh, baut hier irgendwelche äh, Steine, die, die, die legt er äh, drei Monate ins Wasser und heilt damit Krebs. Ja? Und ich habe ja öfter mit den Anführungszeichen Spinnern zu tun. Ja. Und leider Gottes müssen wir dann zum größten Teil ja doch nachweisen, dass er ja nichts dahinter ist. Aber hier war es wirklich anders. Ja? Also dieser Mensch hatte sich auch eines, eines Wasseringenieurs bedient. Ich wusste gar nicht, dass es so einen, so einen Beruf überhaupt gibt. Ja? Der die Strömungsgeschwindigkeit, diese laminaren Strömungen, alles Mögliche berechnet, die Schauberger Wirbel einberechnet ja. und ja. so weiter. Und ihm das wirklich auf den Punkt gebracht. Ich habe mir das dann auch angeschaut, weil es mich einfach interessierte, wie kann man denn mit dem Stein Krebs heilen? Ja, also ein Holzstein. Und es ist also so, dass dieser Stein auch wirklich in einem Fraunhofer Institut von den Materialien her bestückt wird. Das heißt, also ganz muss, das heißt die Materialien müssen ganz eng gepresst sein. Wir brauchen mit hohem, äh, Druck. mit hohem Druck, um die Transformation, nennt man das. Wir haben das auch im Körper. Wir bauen zum Beispiel Calcium immer aus Silizium. Magnesium und Kalium auf. Wir können Kalzium von außen gar nicht richtig verwerten. So, und diese Transmutationen nennt man das, die gibt es auch in anderen Bereichen. Ja. Einer der größten Transmutatoren ist äh, neben Silizium äh, Kohlenstoff. Das heißt, wir brauchen eine sehr hohe Kohlenstoffdichte ja, und können dann offenbar auch andere Materialien beeinflussen oder, oder herstellen. Ja. So, und dieser Stein wird dann äh, entsprechend gepresst. Klar wird er auch mit Symbolen versehen, nicht nur, dass er schöner sondern die haben auch wirklich eine Bedeutung. Mhm. Ja? Mhm. Und der Langlebigkeit im Wesentlichen sind das ägyptische äh, Symbole. Ja. Äh, ja, das kann man ja dann zeigen. Ja? Und. Ähm, und wird dann sozusagen in ein laminares Wasserbett hineingelegt über teilweise sieben Monate. Wird also ständig nachgemessen mit verschiedensten Verfahren, technischen Verfahren vor allem auch, ähm, ob der Stein schon so weit ist oder nicht. Na, also im Grunde genommen ist es ein Holz, das äh, nicht erst 100 äh, Millionen Jahre im Boden liegen muss, um dann versteinert zu werden, sondern man kann das mit anderen technischen Mitteln vorher machen. Ja, also mit Premix, ja? mit Druck wahrscheinlich. In Ganz Leben, genau. Ja. So, wir wollten natürlich noch mehr wissen, haben dann den Dr. Volkermar. Quantenchemiker kann man sagen, Physiker, ja. nachmessen lassen, der ja unglaubliche Systeme der feindschaftlichen Wegemöglichkeit geschaffen hat und waren wirklich erstaunt. Das ist also das stärkste System, das ich je gesehen habe. Wir haben in der Medizin oder in der Chemie oder Biochemie unterscheiden wir ja zwischen der Unordnung, das ist dann die Entropie, ja, und wir altern durch Unordnung im Grunde genommen. Ja, je mehr wir uns anstrengen, je mehr wir uns verausgaben, desto mehr kommt unser System in Unordnung und auch in Hitze hinein. Ja. das heißt, wir haben im Laufe des Lebens auch höhere Temperaturen, höheren Puls, der nicht mehr runterkommt. Wir haben am Anfang ja von diesem chinesischen äh, ja, ja. Äh, Specht gesprochen. So, und weil darum geht es eigentlich, dass wir diese Variation erhalten können. Ja, so und es gibt dann noch die Nick-Entropie. Ja, das heißt also, wir brauchen weniger Energie. Ja, wir haben eine, weil wir sehr viel mehr Ordnung im System haben, das heißt, wir haben eine Erholung, wie bei einer Meditation oder, oder ähnlichen Dingen, oder wenn wir Dinge tun, die uns Freude machen ganz entscheidender Punkt oder schlafen. Ja. So, und dieser Stein schafft es, glaube ich, also eine nick da muss ich jetzt die, die Werte nochmal gucken, von, von über 500 zu haben also enorm. Ja. ja. Und man hat dann auch gesehen, wenn der Stein an Materialien irgendwo dran liegt, das kann ja auch die menschliche Hand oder sonst was sein. Wir haben nur die Materialien gemessen, hatten die also eine ähnliche Nickentropie. Also rein physikalisch wirklich auch schon belegt. Auch in Wasser? In Wasser du überall. Kann, du kannst es ja. In, in, ja in Wasser rein. Genau. Da reicht das ja. rein tunken und. Dann ja, es reicht neben legen. Und neben ja, dranlegen die, die, sogar schon. Genau. Ja. Ja. Also es gibt noch ein anderes Phänomen. Ich habe da in einem anderen Vortrag mal drüber gesprochen. Wir haben ja ich jetzt hier diesen Menschen habe, wir haben ja nicht nur das körperliche Feld nach Burkhard Heim, der es ja auf 50 Stellen am Komma berechnet hat, viele anderen Physiker haben das ja auch belegt, also mit Länge, Breite, Höhe und die Zeit, sondern wir haben dann weitere Felder, also wir haben zum Beispiel die Schwingung der DNA. Ich die vorhin mal mit Gaia ein bisschen erwähnt, ja. so und diese DNA hat im Grunde genommen äh, eine Übertragungsmöglichkeit dadurch, dass sie Ringstrukturen hat ohne Ende. Das heißt, es ist eigentlich das größte Organ mit Ringstrukturen. Und immer wenn wir Ringstrukturen haben, ob das jetzt große Enzyme sind, ob das große Proteine sind, wie zum Beispiel Insulin, gewaltige Ringstrukturen, ja, oder die DNA, die zwei Meter lang ist, dann Ribose-Ringe und, und vier Basen hat, die Ringstrukturen haben, an diese Ringstrukturen können sich Informationen, nämlich dieses nächsten gewaltigen Feldes, ja, das nach eine Berechnung ungefähr 20 Kilometer groß. Man kann das jetzt morphogenetisches Feld auch nennen oder nennen sie es Biofeld. In der Physik heißt es Informationsraum. Ja? So, und dieser Raum ist voll gespickt mit sogenannten äußeren und inneren Elektronen, die ja Informationen haben. Das heißt ja nicht, dass wir die greifen können, aber die sind einfach da. Wir können die Luft auch nicht sehen. Ja? So, und diese Informationen werden praktisch hier über diese Ringstrukturen an den Menschen über die DNA übertragen. Ja? So, und dann gibt es noch einen Raum, der hier außen rum ist, das ist der Hyperraum, den könnte man auch als, als Emotion oder Seele oder wie auch immer äh, nennen. Ja, es gibt äh, insgesamt, sind das also zwölf Dimensionen. So, und der bestimmt im Wesentlichen mit, ziehe ich mir jetzt von diesen Elektronen Inhalte ran, die es minusgeladene Quanten haben, also das heißt uns gesund machen, oder ziehe ich mir Informationen ran, die plusgeladene, also krank machende Quanten haben. Minus heißt immer... Negentropie gesund, ja, plus heißt immer Entropie, also krank, Unordnung, ja? Dysregulation ja. und so weiter. Und obwohl die einen mhm. häufiger vorhanden sind als die anderen, habe ich die ja. quasi freie Wahl, ja. mir auch das Negative ja. Ganz mmh, genau. reinzuziehen. So, ja. und jetzt kommt ja. diese unglaubliche Wirkung des Steines, das konnten wir also nachweisen, auch mit diesen Messungen, ja? dass wir genau diese ein Drittel krank machenden Quanten deutlich weniger zum Aufbau der Materie in den Körper hineinziehen, ja, sondern deutlich mehr diese anderen. Das heißt also, dieser Stein ist sogar in der Lage, also äh, Heim und, und also jetzt in dem Fall jetzt äh, Volker mal konnten zeigen, dass dieser Stein sogar ganze Felder von plusgeladenen Quanten regelrecht wegdrücken kann, also im Umkreis von circa drei ja. Meter. Ja? Er hat äh, das ähm, eine Untersuchung gemacht, wo er den äh, Stein drunter gelegt hat und ja. hat Keimlinge äh, in der Petrischale... Ja. Genau. Ähm, wachsen lassen ja. und die das Schlussbild, wie ja. unterschiedlich das dann ja. ähm, sich entwickelt, ist äh, faszinierend. Ja. Faszinierend, ganz genau. Ja, ja. Also ich sehe es gerade. Wir haben hier ähm, Skalen äh, mit 250 Minuswerten. Also das ist wahnsinnig. Also an Entropie ähm, und man hat das dann genau, hier auch zeigen das, können. Ich, ja. ähm, man sieht also, die, diese Keim, die Sprösslinge, also, äh, ich weiß nicht, Kresse-Samen waren das, genau, nach das drei Tagen, genau, hier sehen Sie den Unterschied, die ging kaputt und nach drei Tagen haben sie natürlich ein Wachstum. Ähm, wir haben es auch mit anderen Untersuchungen gemacht, wir haben ein Verfahren, mit denen wir... Ähm, also, Leute, auch Handy telefonieren ließen zum Beispiel, um dann zu sehen, was passiert. Hier sehen Sie, der Kopf ist knallig rot. Ja? Das heißt, wir haben eine, eine Versorgung, eine, eine wahnsinnige Laktatbildung. Und haben ohne Stein. Ohne Stein. Ja, ja, und äh, das hier bedeutet also von der, wir messen also Durchblutung und verschiedene andere Sachen, also eine Schwäche im System. Also, der wäre fast wahrscheinlich rumgekippt irgendwann und haben den dann mit dem Stein versorgt. Und äh, zwar innerhalb von 30 Minuten sehen Sie ein völlig anderes Bild. Mhm. Ja? Wir haben dann auch, um zu diesem chinesischen Gleichnis nochmal zu kommen, immer wenn das Herz immer nur noch im gleichen Takt schlägt, das heißt, wir rennen die Treppe hoch, der Puls geht nicht mehr hoch, oder wenn er mal oben ist, geht er nicht mehr runter, je älter wir werden. Ja. Das heißt, wir bleiben also in einem Gleichmaß, wir können nicht mehr variieren. Das gilt für, für alle Systeme. Und dieses können wir zum Beispiel mit der Herzfrequenzvariationsanalyse, das ist ein Raumfahrtssystem, messen. Und wir hatten also hier einen, einen Patient, der hatte äh, sehr starke Rhythmusstörungen, der war nicht zentriert, also der, die, der stand hier auf Stufe 6 ja, und äh, innerhalb von acht Minuten, ich meine, das ist ja wirklich keine Zeit, mhm. ja, war der, der schafft kein anderes Therapiesystem, also äh, innerhalb von 8 Minuten auf Nummer 3 zu kommen, also in den Ausgleich und schon beginnend in die Zentralisation, also das ist enorm. Ja. Das sind nicht die Einzigen, wir haben ganz, ganz viele Untersuchungen gemacht, das ist jetzt nur einfach äh, ein Hinweis. Wenn du die, äh, ähm, ja ich sag mal Struktur ja. des menschlichen Organismus, sich negative Dinge, also für, den, für die Gesundheit negative Dinge ja. reinzuziehen, äh, wenn man so etwas neutralisieren könnte oder sogar rumdrehen könnte, ähm, ist das etwas, was dann auch auf die Lebensdauer äh, eine Auswirkung hat? Also müssen wir, ich weiß nicht, der, der Lebenserwartung nicht irgendwie bei 78 oder 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 Anfang 80 Jahren, je nachdem, ob Mann oder Frau. Ist das in Stein gemeißelt? nee absolut nicht. Also erstens mal, die Menschen behaupten immer, dass sie gute oder schlechte Gene haben. Ja. 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 Also wenn es hochkommt, schaffen wir es vielleicht zu vier oder fünf Prozent eine genetische Abhängigkeit zu haben. Das der einzige Nachteil ist, dass wir Ähnlich aussehen wie unsere Kinder. Ja, das heißt, da haben wir eine 50-prozentige Übereinstimmung. Das ist ja manchmal schwer <laughs> zu sagen, ich war es nicht. Aber, äh, äh, aber was jetzt Krankheiten anbelangt, eine, ja. eine 4-prozentige Wahrscheinlichkeit ist enorm gering. Ja, und äh, auch die, die Erbkrankheiten, die vorkommen, sind äußerst gering. Das Interessante ist, dass wir ähm, auch. Also der sich die Brust amputieren zu lassen, wie ja. es eine prominente Schauspielerin ja, genau. gemacht hat, weil die Mutter auch schon Brustkrebs hat, ja, ja. ist also bullshit. Ohnehin ist die Wahrscheinlichkeit in diesem Fall, dass also Onkogene äh, wirklich die Ursache für Tumoren sind, zwischen 1 zu 50.000, also völlig schwachsinnig. Ja. Ja? Und man muss natürlich auch bedenken, welche Angst das äh, in anderen hervorruft, ja, ja. Ja, ja. die dann natürlich dann diese äh, Nachfolgereaktionen in Nachfolge ja, ja. natürlich dann in blindem Gehorsam das, das Gleiche dann wieder machen und sich verstümmeln. Ja? Also das ist nicht die Lösung, man muss Tumore ganz anders aushebeln, ja? Ja. indem man zum Beispiel das Milieu äh, verändert. Aber das können wir ja später nochmal Ja. Also, es gibt ja die verschiedensten Theorien, warum wir altern. Erstens mal, was jetzt die Gene anbelangt, ist sicherlich eine der, der stärksten Theorien. Die DNA, wenn ich jetzt mal so ein X-Chromosom nehme, das ja auch der Mann hat, nicht nur die Frau, zwei Stück. Und hier haben wir dann aufgewickelt die, die DNA. Die ist also hier irgendwo drin, diese drei Milliarden Fäden. So, und normalerweise sind diese Fäden so gewickelt, ja, also nehmen wir mal einen anderen Faden, ja, der kann auch so gewickelt sein und dann kommt wieder so ein Stück gewickelt und wieder so ein Stück, ja, das ist also wie solche Wollknäuel im, im Grunde genommen, äh, diese, diese Wollfäden, äh, die können nicht abgelesen werden. Also was abgelesen werden kann, ist nur das hier dazwischen, ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, von mir aus, mein Bruder, meine Mutter oder wer auch immer hat einen Tumor, ja. Dann werde ich natürlich Folgendes machen. Ich werde diesen Faden hier schön entspinnen, ja, werde ihn schön langziehen und schön dran glauben, dass ich das habe. Und dann haben wir das Problem, dass unsere RNA, also dass unser System wunderbar diese Tumorinformation abliest. Und dann ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis ich dann auch selbst einen Tumor habe. Ja. Ich kann aber auch genau das Gegenteil tun. Das heißt, ich kann äh, auch sagen, äh, ihr könnt mich mal alle. Ja, und dann passiert genau das Gegenteil. Das heißt also, die Fäden spulen zusammen. Ne? Das heißt also, im Prinzip haben wir dann nur noch diese Knäuel hier und das Ganze kann nicht mehr abgelesen werden. Ja? So, und äh, das Gleiche, also in umgekehrter Form, gilt auch für die Langlebigkeit. Wir haben Areale im Gehirn, ähm, hier mal das emotionale System, das wäre jetzt der Hirnstamm. So, und hier unten drunter, unter diesem emotionalen System, haben wir einen Teil, in dem im wesentlichen traumata gefangen werden kann man sagen aber dummerweise liegt dort auch Wir haben uns unterhalten über das Thema Elektrosmog, Handy, WLAN und, und, und solche Belastungen. Mhm. Jetzt ist ja heute ehrlicherweise eine Welt, in der wir sagen wir verzichten auf das Handy, schwer denkbar. Also man erwartet ja. mobil zu sein, man erwartet... Äh, auch rund um die Uhr quasi äh, erreichbar zu sein. Äh, sehr viele Dinge müssen einfach über das Handy oder über ein schnurloses Telefon oder WLAN. Du hast es in jedem Hotel, du kannst ja nirgendwo mehr absteigen ja. äh, und, und ähm, einchecken, ohne dass du mit WLAN zu tun hast, äh, auch wenn du jetzt McDonalds meidest. Aber es gibt etwas, was dieses äh, Thema ja. löst und wie wird mhm. das gelöst? Also ich möchte folgendes sagen, wir, wir sind in der ähm, günstigen Lage, dass ähm, wir einige Messsysteme haben, ähm, mit denen wir auch ähm, Firmen, die, die doch die, schon des Öfteren äh, zu mhm. uns kommen. Ähm, indem wir einfach eine Produktuntersuchung machen. Das ja, heißt, genau, wir können zeigen, genau. vorher, nachher, und wie reagiert der Mensch. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht nur, was messe ich jetzt physikalisch im Umfeld, sondern hat er jetzt äh, biopathologische Veränderungen, dadurch ist er jetzt besser oder was passierte, der mehr radikale vorher oder, oder nachher, beziehungsweise mehr äh, Krankheitszeichen vorher oder nachher, was verändert sich. Ja? So, und wir haben einige Dinge untersucht. Ähm, ganz interessant sind zum Beispiel äh, solche... Handykabel kann man sagen, mhm. die mhm. im Prinzip einen Luftraum hier, eine Luftschleuse könnte man sagen, hier eingebaut haben. Und ähm, man nimmt diese, also das Kabel hier so in die Ohren, das in das Handy hinein. So und das heißt, wir haben im Prinzip die erstens mal die magnetische äh, Feldstärke äh, runtergefahren, die läuft hier gar nicht durch, haben aber trotzdem ein optimales Sprachverhalten. Ne? Das heißt, das Ganze wird in Luftschwingungen eigentlich äh, umgewandelt. Und ähm, die hochfrequente Strahlung ist im Prinzip auch runtergefahren. Das heißt, es kommt also nicht mehr wie bei den üblichen Kabeln im die Ohr an. an ja. Ja? Und damit im Gehirn. Und nicht mehr im sondern Gehirn. Sondern durch, den, durch ja. diesen durch diese, diesen Schlussschlauch, diese Richtig. Schlussschleuse, ja. äh, sind die Dinge außen vor. Und Ganz das ist genau. etwas, das, das kannst du messen. Also das kann man. Ja, ja, wir ne? können ja. das messen. Also ja. wir können auch EEGs machen. Wir können auch, ja. auch was mit okay. der Schumi. ziehen, okay. alles Mögliche. Ja. Es gibt noch eine andere interessante Geschichte. Und zwar, ähm, das hatte Professor Hecht hatte ja für die Deutsche Telekom und verschiedene andere äh, jahrelang Untersuchungen gemacht. Ja? Er ist einer der größten. Neurowissenschaftler und äh, Neurophysiologen, ist mittlerweile 92. Ähm, so und nach, glaube ich, sechs Jahren der Untersuchung, indem er also die Deutschen mit den russischen und amerikanischen Grenzwerten und deren Folgen dieser ganzen Bestrahlung schon in den 90er, teilweise in den 80er Jahren gemessen hatte, auch Anfang 2000 und so weiter, hat man diese Untersuchungsreihen, man kann sich vorstellen, warum sofort abgebrochen. Oh. Ja, man hat ihn dann verdammt und er hätte dann verkehrt gemessen und was weiß ich. Nur alle Ergebnisse haben andere dann in einem Vielfachen. Ja, der negativen Effizienz nochmal nachweisen können. Ja, ja. Ja. So, und ähm, es ist un, so, natürlich diese... dann mit Telekom der falsche Auftraggeber. Ja, ja. Ach, ja, ja. So, und, und die Bundesregierung. Und ja, ja klar. Gleich doppelt falsch. Gleich doppelt, ja. <laughs> so, und man konnte wirklich zeigen, dass die Leute das zwei, drei Jahre durchaus tolerieren können. Ich spreche jetzt von Erwachsenen, nicht Kinder. Ja, und dann im Prinzip eine regelrechte Strahlenkrankheit entwickeln. Ja. Ja, das heißt, also, die haben jetzt massenhaft Allergien. Das ist ganz typisch, das habe ich eben noch vergessen äh, zu erwähnen. Ja? Also, dass innerhalb eines halben Jahres, ich musste nur oft genug telefonieren, allergische Reaktionen massiv hochlaufen, weil es zur Fehlschaltung der Immunzellen vom Gehirn aus des ganzen äh, Körpers zum Beispiel kommt. Ja? Die werden lärmempfindlich. Ähm, die entwickeln Hautallergien, die entwickeln Eczeme, also die unglaublichsten äh, Dinge eigentlich. Ich möchte damit nur sagen, äh, erstens mal... Hängt es von der Intensität der Strahlung natürlich ab, aber viel schlimmer ist auch die Dauerhaftigkeit. Wie lange ja. bin ich in diesem ja. Feld drin? Das heißt, man sollte Möglichkeiten schaffen, zumindest mal nachts Strom oder ähm, WLAN oder ähnliches abschalten zu können. Ja, ja. Auch wenn das äh, unbequem ist, weil das einfach die, die Phase der Erholung ist. In der Phase baue ich Melatonin, um mein Immunsystem hochzufahren, die Taktungen im Körper wieder hochzukriegen. Ich baue einfach den Strom in den Mitochondrien wieder auf und so weiter. Ja? und kommen eigentlich gar nicht mehr zur Erholung. Das heißt, also Burnout ist ein Thema, das natürlich auch damit zusammenhängt. Aber die Reaktion des Menschen ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben wirklich Bauern, die vertragen eine ganze Menge und andere haben im Prinzip gleich eine Strahlenerkrankung. So, und es gibt einen tollen Physiker und Ingenieur, das ist der Herr Toner, ja, der äh, vorher in staatlichen Programmen auch ähm, andere Sachen getan hat. Mhm, ja. Und dann diese Informationen, die er vorher in negativer Form auf Menschen geschickt hat, jetzt in positiver Form äh, ab seinem 50. Lebensjahr, mittlerweile ist er, glaube ich, fast 80, ähm, umgewandelt hat. Sehr, sehr erfolgreich. Ja. So, und es ist, ähm, der hat, glaube ich, über 150 Patente und er hat zum Beispiel. Ähm, gemessen nicht nur er auch andere dass diese ganzen ionisierenden oder nicht ionisierenden Strahlen dass das letztendlich feinstoffliche Wellen sind man könnte sagen Tesla Wellen ja so das heißt sie lassen sich in keinem Fall durch einen faradäischen Käfig wie Flugzeug ICE oder sonst irgendwas abschirmen klar dort sind sie noch vermehrt na, wir haben also in ICE, es ist gemessen worden, haben wir in den äh, Abteilungen, in denen mit Handy telefoniert wird, fast die 20-fache Belastung wie, wie ohne ICE. Ja, also, also durch diesen fahrdischen Raum. Leider gilt das gleiche auch nicht ganz so stark, aber doch enorm stark schon für Autos. Vor allem die modernen Autos, die natürlich viel Elektrosmog haben. Ja, ja. Ja. Ähm, so, und äh, der Trick ist einfach, es gibt ja geschlossene und offene Schwingkreise. Ja, also wenn wir jetzt nur die Materie betrachten und... Äh, dann haben wir geschlossene Schwingkreise wie im normalen Strom, die wir auch in der Steckdose haben. Und es gibt aber auch offene Schwingkreise, ja, die also an diese 96% anderes Feld äh, angedockt sind. Zum Beispiel diese Antenne. Ja, hier sehen Sie die, ja. Ja, die Spulen, die äh, hier außenrum äh, gewickelt sind. Ja. So, und dieser Mechanismus reicht eigentlich schon aus. Diese ganzen pathologischen Strahlungen, die wir äh, in, zum Beispiel in diesem Haus hier haben, um die komplett zu verändern. Ja? Das heißt nicht, dass ich jetzt Handystrahlung oder, oder ähnliches abfange, aber ich bringe den Körper in einen Schutzmechanismus hinein. Na, das heißt, er, er reagiert nicht mehr so pathologisch. Warum ist es bei, diesem, äh, bei dieser Antenne wichtig, ja. dass ich sie im wahrsten Sinne des Wortes äh, Norde. einnorde? Ja, ja. Also, das hat mit den Magnetfeldern der Erde okay. einfach zu tun. Ja. Das muss angepasst werden. Ja, also, ich bin jetzt kein Physiker, aber das ist das, was mir äh, Toner erzählt hat. Ja. Wir müssen also, da gibt es hier einen. Mechanismus hier unten drunter. Ja. Und der muss genau, glaube ich, in dem Fall Norden jetzt Richtung Norden gestellt sein. werden. Ja. Ja. Dass das Ganze wirkt, das war ganz kurios, haben wir hier auch bei Mitarbeitern gemerkt, die am Anfang ähm, plötzlich aus dem ganzen Elektrosmog, an dem wir ja auch adaptiert sind und gewöhnt sind, das ja. ist ja nicht ohne, fast umgefallen sind, also fast Zusammenbrüche hatten und wussten gar nicht, wo das herkommt. Also Bis das der plötzlich abgeschirmt ja, 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 nachdem das plötzlich abgeschirmt ja. war. Ne? Das heißt, so eine Antenne können Sie aufs Dach legen, das wirkt dann ungefähr 340 Meter, also nach unten. Ja? Es gibt noch andere kleine Teile, die unglaubliche Furore gemacht haben bei Fernfahren, bei österreichischen Fernfahrern. Ich glaube, ich habe das irgendwo hier gesehen. Ja? Ja. Das ist zum Beispiel äh, ist das auch eine Entwicklung von Auch von Turner, das, ja, das ja. ist der, der auch ein offener Schwingkreis, ja. Ja? den sie in die Hosentasche hineinbringen können. Das Ganze hat so eine Furore gemacht, dass die China Air das komplett äh, für ihre ganzen Kunden kaufen wollte und für das äh, Flugpersonal. Nur er konnte das jetzt nicht finanziell stemmen, weil äh, wegen äh, Versicherungen oder die Fernfahrer in Österreich sind fast alle versorgt, das hat wie eine Laufwelle, ging das also immer weiter, ja. dieses Ding in die Hosentasche zu machen, damit der Elektrosmog in der Kabine abnimmt, die leben ja da drin. Ja. Ja, vor allem bei den, den Stunden, die die am Steuer ja. zu bringen und dann ist es ja gleichzeitig ja. auch noch Schlafplatz. Ja. Also, genau und ja. das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einen gewissen Schutz im Auto zu haben, denn wer, man kommt ja nie zum Telefonieren, also macht man es mit dem Autotelefon ne? ja. <laughs> beim Fahren, also um zumindest äh, diese pathologischen Wellen zu reduzieren. Ja. Ja. Von ihm stammt, dann können wir das abschließen, ja. äh, ein, ein weiteres ja. äh, Produkt. Auch das Gedächtnis. Wir sprechen vom sogenannten Hippocampus. Ja? Der Hippocampus ist der Schrittmacher im Gehirn, äh, wächst siebenmal so schnell wie alle anderen Hirnzellen, ist aber auch in der Lage, alle anderen anzudrücken oder auch genau das Gegenteil zu machen. Ja? So, und ähm, es ist ja. Diese Langlebigkeitsstudie von Thurman ja schon gemacht worden, der hat ja zwischen 1921 und 2004 begabte Kinder untersucht, ja, mit, unter den verschiedensten Lebensbedingungen auch mit Nahrungsergänzungen, mit allem möglichen und wollte wissen, was lässt uns besonders alt werden. Ja. Und da gibt es einen Hirnwachstumsfaktor. Der heißt also BDNF, Brain Direct Neurotropic Factor. Und das heißt, wenn es uns gut geht, das kann man grundsätzlich sagen, mal ganz allgemein gesprochen, dann wird dieser Faktor im Wesentlichen ausgeschüttet. Mittlerweile wissen wir auch, dass es im Muskelbereich einen solchen Faktor gibt, der also ähnlich reagiert. So, und wenn der also positiv ausgeschüttet wird, hat das Mordsauswirkungen auf den Hippocampus. Ja? So, und das heißt, in der DNA des Hippocampus ist es jetzt so, dass die Wolkneue im Prinzip gestreckt werden. Das heißt also, diese positiven Dinge können abgelesen werden. Das heißt, wir können wirklich massiv unser Leben verlängern, aber das geht nur dann, und jetzt kommt das Entscheidende, wenn wir nicht hier in dieser Amygdala und in anderen Teilen ständig Angst empfinden. Na, das heißt, also Angst, Angst ist, ist der absolute Killer. Killer, ja, ja, ja? ja. Das heißt, wir werden natürlich auch durch Medien, durch alles Mögliche immer wieder in Angst gehalten, um natürlich aus dieser Matrix nicht auszutreten. Aber wenn wir die Angst überwinden, sind das viele zusätzliche Lebensjahre. Das heißt, wir haben ein völlig anderes Verhältnis bezüglich. Einem geringeren kortisonausstoß einem geringeren Insulinausstoß, allein das sind dann schon zwölf bis 16 Lebensjahre, die wir länger leben. Wir haben weniger Arterienverkalkungen, wir haben ein Wachstum des Gehirnes, wir haben eine andere Steuerung des Immunsystems. Und man kann nur vorwarnen, den Leuten zu erzählen, das konnte Truman ja auch nachweisen bei den 100-Jährigen, die man da untersucht hat. Sein Leben lang nichts zu tun, sondern sich dann irgendwann zur Ruhe zu setzen oder ähnliches zu machen, sondern viel entscheidender ist, nach Möglichkeit bis ins absolut hohe Alter immer tolle Lebensziele zu haben, sich weiterzuentwickeln. Dann sind wichtig äh, soziale Verbindungen natürlich. Ja. Und auch entscheidend ist, kein Losertum zu haben. Das heißt also, doch so viel mhm. Power aufzubringen, ähm, dass man sich ähm, durchgebissen hat im Leben. Also, es ist besser, man hat. An irgendwas rumgenörgelt eine ganze Weile und hat es nicht geschafft, hat es irgendwann aber doch geschafft und hat die Sache zu Ende gebracht. Das sind immer positive zusätzliche äh, Lebensjahre. Ja. Ja, die die DNA entfalten. Also, das ist jetzt ein Teil. Ja. Ja? Also wir haben äh, es dann, ich meine, das ist ja sicher ja die wirklich gute Nachricht: äh, es nicht nur selbst in der Hand äh, das, die Lebenszeit zu verlängern, sondern auch die Lebensqualität. Ja. Denn wer arbeitet, wer aktiv ist, wer sich durchgebissen hat. Richtig. Wichtig ist ja wohl auch das Thema Partnerschaft, genau. ist das Thema Sexualität. Ja. Die Dinge, wenn, wenn all das in einer Gesamtharmonie ist, dann ist auch die Lebensqualität. Man wird nicht nur dement alt, sondern man ja. wird gesund alt. Das ist ja nochmal ein so ganz, ganz anderes. So, und da muss man auch mit dem Dilemma aufhören, weil wir das in der Orthopolarmedizin ja. Wir sind immer wieder konfrontiert mit Sportlern, die ja. Massen von Radikalbildungen haben. Also Truman hat Sportler untersucht, die vom 21. bis zum 60. Lebensjahr jeden Tag eine Stunde gelaufen sind. Das heißt, wenn man das jetzt hochrechnet, kommen wir ungefähr auf mehr als zwei Jahre. Diese zwei Jahre kriegen sie im Leben nicht mehr zurück. Ja. Also, man darf es nicht glauben, nur weil man die ganze Zeit dann emsig Sport macht und so weiter, vor allem über eine bestimmte Pulshöhe hinaus rennt und viele Radikale bildet, dass man dann. Im Grunde länger längerlich ist es eher im Gegenteil der Fall. So ja. hart wie das eigentlich ist, sondern moderater Sport, also zum Beispiel moderat gehen und solche Sachen. Dann wir haben zum Beispiel Redoxanalyse und ähnliche Sachen wir bei Sportlern messen können. Wo stehen die überhaupt? Ja, und dann zielgenau substituieren. Dann kann der Sport machen, ohne dass er, wie die meisten Spieler von Bayern München mit 25 schon Kniearthrosen oder ähnliche Dinge hat. Ja, aber man muss die die Leute auch begleiten und das wird in der ja, Sportmedizin kaum gemacht. Ja, ja. Ja? Also, das ist ein, ist ein passt ja Punkt. auch in das Gesamtbild ja. nicht, denn in dem ja. Moment, wo ich äh, den, den Menschen äh, fit und alt äh, werden lasse, dann ist er natürlich auch nicht der Konsument, den äh, ich mir wünsche. Ja. Und auch nicht in der Abhängigkeit. Er ist dann, weil das war ein ganz, ganz wichtige, was du gesagt hast. Er ist auch nicht in die Angst getrieben. Also das heißt also all die Mechanismen, mit denen dieses ökonomische Ausbeutungssystem ja. funktioniert, greifen dann bei solchen Leuten nicht. So und ist das ist natürlich genau das, was wahrscheinlich auch nicht gewollt ist. Also Ganz genau. solche, solche Typen wollen wir nicht haben. Ja, und dann bleiben wir in der Matrix, solange wir natürlich Matrix, in, der, in, der, in der Angst wie die, wie ja, die Lämmer ja. und Lämmige rumrennen. Ja? Ja. Zu dem äh, Thema Matrix kommen wir noch. Äh, jetzt das... Was ich noch ansprechen wollte, was für mich aussieht wie eine Stimmgabel hier auf dem Tisch. Ja. Äh, hat aber mit dem normalen Diese, ja. Musikinstrument jetzt nichts zu tun. Nee. Also, es gibt zwar in der Musik auch eine, eine Stimmgabel. Stimm äh, ja, aber wir müssen uns Folgendes vorstellen: ähm, Die Erde hätte normalerweise eine, eine Grundschwingung aufgrund äh, ihrer äh, Rotation und so weiter und der Eisenkerne, die sie hat und alles Mögliche, von ungefähr 7,8 Hertz. Ja? Das ist im Gehirn entspricht das dem langsamen Alpha-Rhythmus, Rhythmus, der der gut der der Erholung dient, der eine gute Konzentration bzw. eine Gedächtnisaufnahme verspricht. Der, die Rhythmen im Körper, und wir haben unendliche Rhythmen, die, die enorm wichtig sind. Ich habe ja eben schon mal von dieser Taktung gesprochen, um die 7000 neuen Zellen zu bilden und am gleichen Ort 7000 abzubauen. Ähm, das funktioniert natürlich unter diesen 7,8 Hertz wunderbar. Ja? Nur mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich entfremdet sind von diesen Frequenzen. Äh, vor allem leider Gottes durch die HABs, ja? also mhm. durch diese hoch äh, Volt, äh, in Billionen Volt äh, schießenden. Ähm, Anlagen, nicht nur in Alaska, sondern wenn wir jetzt hier von Bonn äh, sprechen, fünf äh, Kilometer weiter ist auch so eine Anlage und in ganz Deutschland verteilt in allen Ländern. Ja? So, und äh, das heißt, wir fahren im Prinzip das Schwingungsfeld der Erde auch durch die ganzen WLAN-Systeme durch den Elektrosmog und alles, was hier äh, passiert, so hoch, dass wir momentan etwa bei 15,1 Hertz liegen. Ja? Das heißt, wir sind eigentlich getrieben, wir kommen nicht mehr zur Ruhe, wir kommen nicht mehr in die Entspannung, wir brennen äh, zusätzlich aus und so weiter. So, diese Stimmgabel ist auf 7,8 Hertz geeicht, also um den Körper wieder in die Situation hineinzubringen. Man setzt die an den äh, Meridianpunkten auf, also an den Hauptmeridianpunkt, das kann man dann nachher nochmal zeigen. Mm -hmm. ja? Zudem sind dort auch andere Frequenzen eingebaut, die der Entgiftung dienen. Dort sind Frequenzen von Leberenzymen drin, von Verjüngungsenzymen. Und ganz, ganz stark ist der Effekt auf die Zirbeldrüse. Und auf das Oxytocin. Wir wissen ja, dass das Oxytocin das Binding-Hormon ist, das nicht nur die Partner nach dem Orgasmus verbindet, sondern das ein ganz entscheidender Faktor bildet, zum Beispiel in der Verbindung zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel auch. Ja, das heißt, es stimuliert, ähm, könnte man sagen, die Neuronen untereinander. Ja? Und äh, das heißt, wenn das Oxytocin hochgefahren wird, werden in der Regel auch viele andere Hormone hochgefahren. Also, das heißt, der, der Blutdruck wird anschließend auch gesenkt. Wir haben eine, ein deutliches Ansprechen des, des Immunsystems. Ähm, die Leute sehen besser. Ja, und es, Also viele, viele positive Dinge, die im Prinzip durch die Veränderung der Lenkung eigentlich äh, ja. passieren. Und das ist mit der veränderten Frequenz ja. etwas, was damit ganz genau. Ja. Wir haben deutlich nachweisen können, dass äh, sogar Keime äh, sich deutlich reduzieren lassen. Wir, also wir können nachher die Messungen ja sehen. Ja, ja. 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 Wir haben zum Einstieg über das Thema Nahrungsergänzungsmittel gesprochen. Ja. Jetzt hast du äh, ein schönes Beispiel, da gibt es auch ein, ein lustiges Bild. Ähm, Thema calcium ähm, ja. es ist offensichtlich nicht immer nur damit getan dass man hergeht und ein äh, genau. bestimmtes ähm, ja, element zuführt sondern es ist wichtig <laughs> wie äh, der, dass der organismus in die lage versetzt wird damit auch letztendlich umzugehen. also calcium zu futtern ähm, in form von Calcium-Tabletten ist nichts was irgendwie weiterführen würde. Und äh, diese beiden äh, Küken machen den Unterschied aus, äh, ob das eben richtig bioverfügbar zur Verfügung gestellt wurde oder nicht. So ist es. Also wir haben hier zwei Hühner, die, die beide vier Wochen alt sind und einen gigantischen Größenunterschied haben. So, dass Auch ein Haltungsunterschied. Ja, das ja. ist so der, ja, der, ja. der, der BRD-Bürger, wie man sich ja. das wünscht. Und genau. das ist das, der autarke, aufrechte Mensch. So, so ist es. Also genau. jetzt nur in Tierform. Ja, richtig. So, und das heißt, der linke, aufrechte Mensch ist mit Silizium.